Yo, was geht ab, Leute? Longbeard wieder am Start und damit willkommen zu einem weiteren Stream Call of Duty Modern Warfare 3 Zombie Modus. Und in diesem Stream möchte ich euch vorab mit in die Story-Mission von Akt 2 mitnehmen und ich möchte euch zeigen, wie man am besten dort als Solo-Spieler zurechtkommt und wie man da vorgehen sollte. Denn ich habe schon bei dem einen oder anderen Video bei anderen gesehen, dass die da reingegangen sind und ja, leicht überfordert waren tatsächlich so ein bisschen und auch gestorben sind und. Und das möchten wir ja natürlich als Solospieler vermeiden, weshalb ich mir mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht habe. Und wie ihr seht, ich habe mich schon vorbereitet. Das ist ganz wichtig. Erster Punkt ist erstmal, bevor ihr die Story-Mission Akt 2 macht, ihr müsst euch unbedingt vorbereiten, sucht euch ETA-Werkzeug, mindestens, ja, episch sollte das schon sein. Ich denke mal, das sollte ganz relativ easy zu finden sein. Nehmt euch Pack-a-Punch Stufe 1 oder Stufe 2 im besten Fall mit. Na, das kann man aber in-game alles noch machen. Das werde ich auch gleich noch auf Pack-a-Punch Stufe 3 bringen, auf jeden Fall. Und gegebenenfalls halt noch Dosen, wenn ihr habt. Und ja, eventuell noch eine Munitionsmodifikation. Und wenn ihr das alles habt, müsst ihr halt nochmal gucken, was ihr hier bei der Taktik mit dabei habt. Täuschgranate ist super. Kasimir ist natürlich auch toll. Ne, das kann man so nicht ausrüsten. Das habe ich aus der Runde davor mitgenommen. Molotow, ja, man könnte aber auch natürlich Semtex mitnehmen. Und zur Feldausrüstung habe ich jetzt die Energiemine dabei. Man kann aber auch die Heilaura mitnehmen. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Wilder Wächter, weiß ich nicht, kann ich mich nicht so mit anfreunden. Frostschuss ist, ja, macht keinen Schaden irgendwie. Ätherschleier viel zu kurz. Und Tesla Sturm macht keinen Sinn, weil ich ja solo spiele. Weshalb meiner Meinung nach nur Heilaura und Energiemine zur Auswahl stehen. Und Alexander, danke erstmal für dein Abo. Ja, und wie ihr seht, ich habe auch Waffenkoffer, Wunderwaffe DG2 dabei, also ich werde mit zwei Waffen da reingehen und ich habe ganz wichtig, Juggernaut habe ich auch dabei, denn ihr werdet es mit einem Megascheuser zu tun haben und könnt ihr euch aussuchen. Entweder ihr nehmt Juggernaut mit, das könnt ihr in Zone 3 beim Shop kaufen, oder ihr nehmt einfach eine Armbrust mit, ja, da packt ihr ETA-Werkzeug drauf, Pack-a-Punch Stufe 3, 2 mindestens. Also ihr braucht für Story-Mission, also für Akt 2, für die Story-Mission mindestens Pack-a-Punch Stufe 2, 3 Plattenweste, denn anders wird das wirklich zu schwer werden, denn da sind tatsächlich viele Söldner, viele Zombies, ihr habt einen Eskortieren-Auftrag und. Da wird einiges gleich auf uns zukommen. Das werde ich auch gleich direkt machen. Und ansonsten nehmt einfach eine Waffe mit der ihr am besten umgehen könnt. Ich habe jetzt die WSP Swarm mitgenommen. Soka hat es mir so empfohlen. Der hat das, das ist auch seine Waffe in diesem Fall. Und ja, Soka hat mich auch ein bisschen mit ausgestattet. Wir haben gestern noch ein bisschen gelootet. Mein Lager ist also wieder voll. Und ja, dann würde ich mal sagen, suche ich direkt mal ein Game. Ja, genau. So. Und der Chat ist auch aktiv. Moin Long, grüß. Moin Long, ich grüße mich erstmal selber. Moin Marc, grüß dich erstmal. Und Fire Ranger. Im letzten Stream habe ich das gezeigt mit dem Lager, aber ich kann das nach der Runde gerne nochmal zeigen, wenn ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid da. Weil sonst fragt ihr im nächsten Stream nochmal und dann muss ich auf den letzten und vorletzten Stream nochmal verweisen. Deswegen hoffe ich, dass ihr am Start seid. Moin Bruder, hallo The Dark Raven, Emanuel, Danny, einen wunderschönen. Moin Kevin. Mr. Mystery, was geht? Das geht nicht mehr. Wurde gepatcht? Ist das so? Bei mir geht's immer noch. Bei mir geht's noch. Also, es ist nicht gepatcht worden, bei mir geht's noch. PC-Spieler geht's. Moin Axel. Moin Sharif. Was geht ab? Capone. Moin. Hoppa. Moin Krampfi. Kiwi Plays. Guten Abend. Hast du deine erste Zombie-Modus-Runde auch aufgenommen und hochgeladen? Meine allererste Runde, die ich gespielt habe? Nee. Dazu habe ich jetzt, glaube ich, nichts aufgenommen. Also müsste man gucken. Doch, natürlich habe ich, klar, meine erste Runde habe ich aufgenommen. Livestream ist das. Musste auf meinen Kanal gehen, Livestream. Und dann steht da, glaube ich, auch MW3 Start. Irgendwie sowas ist das mit dem Titel. Ja. Wie soll ich deinen Namen aussprechen? Retzi? Xretzi? Sorry. Hey, grüß dich. Okay. So. Da bin ich mal gespannt. Also, wir müssen natürlich jetzt, wenn wir reingehen, am besten, wie gesagt, Pack-a-Punch Stufe 2, habe ich gleich die Waffen, beide. Ich werde die aber versuchen, trotzdem mindestens eine Waffe auf Pack-a-Punch Stufe 3 zu bringen. Und ich brauche noch Dosen, Perks. So, und wenn ich das dann habe, dann bin ich zufrieden.
Sag mal, spawn ich gerade mit anderen? Nee, ne? Ich hab das eigentlich ausgemacht. Oh Mann, moin. So. Ich bin echt gespannt. WSP wird mir jetzt von Zucker empfohlen. Ich hoffe, ja. dass sie wirklich gut ist. Er meint, in Zone 3 soll die geil sein. So. Natürlich sind das OP-Items, ne? Also keine Frage. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn man der Meinung ist, dass man die Mission machen möchte, dann sollte man sich schon vorbereiten. Sprich also, es wäre Schwachsinn, wenn ich euch zeige, wie man ohne Sachen da reingeht. Und ja, also ich kann euch sagen, es ist schwierig. Es ist aber auf jeden Fall machbar. Aber trotzdem, Pack-a-Bunch-Stufe 2 sollte auf jeden Fall drin sein. Mindestens. Jetzt wollte ich auch noch auf etwas anderes noch hinweisen. Ich weiß jetzt gerade nicht was, das war auch wichtig. Genau, jetzt wo ich sehe, Objekt nimmt auf jeden Fall, es gibt dort ein Deadbolt-Geschütz in der Story-Mission. Nimmt also diese Schaltkreise unbedingt mit, zeige ich euch nachher, wo ihr die dann einsetzen könnt. Und natürlich Platten und. Moin Allah, grüß dich. Emanuel, bekomme inzwischen in jeder Runde zwischen 1 bis 5 Rezepte als Belohnung. Meist jedoch, die man schon hat. Ja, ja, ist meistens, also ist immer das Gleiche, ne? Ja, irgendwann wiederholt sich das. Also manche Sachen, die bekommst du, glaube ich, tatsächlich nur über die Story-Mission, ne? Also das... Ja, was ist hier mit dieser Tasche los? Dann nehme ich mal einfach mal mit. So... Pack-a-Punch Stufe 3, habe ich gesagt. Also, sprich, ich muss Aufträge machen. Ob ihr jetzt die Aufträge in Zone 2 oder Zone 3 macht, ist wurscht. Zone 3 bekommt ihr natürlich ein bisschen mehr Geld. Aber, ja, ist ein bisschen schwitziger, deswegen macht das in Zone 2. Dann ist das einfacher. Ein Schaltkreis sollte reichen, würde ich mal sagen, weil... Na, wie gesagt, das ist wie ein Auftrag, den man da machen muss, eskortieren. Deswegen würde ich sagen, ein Schaltkreis reicht. Solltet ihr jetzt noch irgendwie noch Schaltkreise finden, die das natürlich mitnehmen, desto länger hält das Geschütz ja auch noch aus dann. So. Genau, und ein paar Dosen brauche ich auch noch. Ja, deswegen ist die Mission auch ganz gut. Da bekommt man auch gerne Dosen. Mr. Mystery, danke für dein Abo. Moin, Dangerous, Dragon, grüß dich. So. Der markierte Transporter hat Terminus-Waffen geladen. Schnappen Sie sich ihn und exfiltrieren Ja, die DG-2 bzw. DG-3-Waffe habe ich mitgenommen. Einmal, weil ich die jetzt hatte. Ne? Sprich, klar, ich werde jetzt gleich einen Vorteil haben. Das wird eventuell gleich für euch alle einfach aussehen. Ich sag euch das extra. Denn bevor da wieder irgendwelche Schlaumeier sagen, ja, aber du bist ne, mit dem und dem, mit der und der Waffe reingegangen, das ist mir schon klar. Ich hoffe, euch allen ist das auch klar, dass das eben mit der DG2-Waffe auf jeden Fall einfacher laufen wird, weil man wirklich viele Zombies damit stunnen und töten kann. Ja. Moin, deutlich abnormal, grüß dich. Genau, und dann habe ich gleich noch. Nach der Runde ein paar andere Dinge, die ich unbedingt noch, also so von der Seele so ein bisschen sprechen muss, an euch gerichtet, an die Community. Da warte ich schon Tage drauf, da was zu sagen und ja, ich kann es gleich endlich loswerden. So, dann bin ich mal gespannt, was ich gleich für Items bekomme. Ob das legendäre Items wären. Ob ich immer noch so viel Glück habe. Aber mal ganz kurz, komme ich hier durch? Nee, natürlich nicht. Tja. Hätte ja sein können. Hätte Fahrradkette. Ja, ist gar nichts angestellt. Gar nichts. Ja, doch, wobei, doch. Da waren Leute dabei, die haben was angestellt. Wo ich dann wirklich schon sauer war. Ja. Sauer, enttäuscht, wie auch immer. Ich stehe drüber. Also, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, ne, ultra wie ein kleines Kind angepisst bin. Also,
Ich bin ein Mann. Das ist mir, geht mir alles so am Arsch vorbei. Aber trotzdem sind das so Dinge, die müssen angesprochen werden. Okay, direkt zum nächsten Auftrag. Also, Selfie ist natürlich auch nochmal gut, wenn man das nochmal zusätzlich mit reinnimmt. Ich hoffe, dass ich gleich auch vielleicht noch eine Täuschgranate oder Affe oder sowas finde. Denn, ja, je mehr, desto besser. Weil da werden wirklich viele Zombies gleich kommen. Also, du musst los, Sharif. Ja, ey, dann musst du dir das nachher anschauen. Die Söldner transportieren Waffen in einem Fahrzeug. Kapern sie es. Das Motorrad steht auch hier. Krass. War in der letzten Runde auch komischerweise bei uns gespawnt. Läuft. Namens Ismail. Der entwendet werden will. Hallo Chapina. Pass auf, ihr habt einen Helikopter an den Hacken. Das Ding ist halt, Leute, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Also ich wollte euch das eigentlich schon zeigen mit Akt 2 mit der Story-Mission. Problem ist, wir haben auf der Map zwei Exfils. Shepard und Extraktion heißt das hier einfach. Ja, so. Und ich bin einfach, ich habe da gar nicht drauf geachtet auf der Map. Ich dachte mir, okay, das der eine Exfil für die andere Story-Mission von Akt 1 geht einfach weg. Nee, der bleibt immer noch da. Deswegen die Mission, die er Shepard, heißt also, ich muss da oben den Exfil nehmen. Ja, ich Blödian, ne, voll gelootet, geh da rein und dann bin ich auf einmal in Akt 1 in der Story-Mission und da war ich dezent angepisst, bin dann rausgegangen und hab dann ausgemacht. So ist das denn jetzt. Oh, nee, sag nicht das so. Okay, ja, kein Thema. Fahren wir hoch. Tja, die Waffe levelt aber schnell, ey. Direkt hier hoch. Mal HZ oder sowas mal. Weiß nicht, da gibt es auch gerne mal Dosen. Denn viel habe ich nicht. Man kann auch Dosen aktivieren, jetzt wo ich gerade da war. Warte mal. Fahren wir erstmal. Das war das Haus hier, ne? Ja. Holen wir uns erstmal Free Perks. Machen wir das erstmal. Bevor ich jetzt die ganze Zeit wie ein Geisteskranker hier loote und Aufträge mache. Denn wie gesagt, die Perks sind auch wichtig, wenn ihr in die Story-Mission reingeht. Tut euch da richtig vorbereiten, weil wer da unvorbereitet reingeht, da ist die Wahrscheinlichkeit wirklich sehr hoch, dass ihr ja, das nicht schaffen werdet. Gerade für diejenigen, die schon Probleme so haben mit Aiming und sowas, ne? Schnelle Reaktion etc. kann ich das nur empfehlen. Je besser ausgestattet ihr reingeht, desto einfacher werden auch die Runden für euch. Ich hoffe, ich kriege das mit der Waffe so hin. Von der Schnelligkeit her. Weil auf die DG3 brauche ich jetzt gar nicht wechseln. 15 Etagen, ey. 6. Wobei, wenn ich gleich meinen Tempo-Perk habe, sagte Soroko, ich bin auch gespannt, ob das so ist, läuft man mit der Waffe eigentlich so schnell, als wenn man ja nur die Fäuste hat. Deswegen. Ganz wichtiges Perk dann halt, ne? Denn vor Zombies muss man eben immer Distanz schaffen. Weiter weglaufen, schießen. Gar nicht dazu kommen, dass man irgendwie irgendwas in der... Ja, nahe Distanz irgendwie macht. Ja. So, haben wir. Dann haben wir ein weiteres Perk, nämlich Juggernaut. Befindet sich hier. Dafür benötigt ihr einen Molotow-Cocktail. Das habe ich. Trust nobody. Die Waffe ist krass akimbo. Ja, glaube ich dir. Wurde in der im letzten Stream auch schon gesagt. Main, danke für dein Abo. Wurde im letzten Stream auch schon gesagt. Jonas, danke für dein Abo. Lea, ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Im letzten Stream wurde das auch schon gesagt, dass die BSP eine krasse Waffe, gerade akimbo, sein soll. Ich bin aber leider noch nicht so weit mit der Waffe. Ich muss sie noch leveln.
Und ja, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Und das ist das, was ich nachher auch einmal kurz ansprechen möchte. Nämlich Thema Zeit, Thema Videos und Thema Streams. Ist ganz wichtig jetzt. Ach kommt. Kurz ein Motorrad nehmen. Ich fahre da eben hin. Dann zeige ich euch das. Also wer es noch nicht wusste, Pre-Perk geht jetzt gerade hoch raus. Und dann gibt es noch weitere Pre-Perks. Da braucht schon einer Hilfe. Gucken, vielleicht revive ich ihn noch erstmal. So, also hier ist ein Lagerplatz. Ne? Also hier. Hier einfach Molo drauf. Da ab da. Juggernaut. Der gehört zu mir. Sehr schön. Ja, komm. Nehmen wir da hinten den Auftrag nochmal an. Ein paar Aufträge muss ich noch tatsächlich machen. Aber wie gesagt, Packpunch Stufe 3 ist einfach sicher. Mit 2 könnt ihr reingehen. Macht, wie ihr meint. Ich mach's mit 3, damit es einfach... Ja, damit es einfacher wird. Moin, Achim. Grüß dich. Ey, Gamer. Moin, Jungs. Kann mir wer T3-Kristalle und legendäre Schraubenschlüssel klären? Der Dupe ging bei mir nicht. Habe alles verloren. Raygun, Bauplan, etc. Easy Krise. Wie viele Leute am Duplizieren sind, ey, krass. Nee. Aber ich sag euch, wie es ist, ne? Ich habe mich so ein bisschen an Black Ops zurückerinnert. Also wie viel, da waren auch genauso viele Leute am Glitchen, Duplizieren, wie auch immer. Moin, Wurzi. Wurzi, wen soll ich grüßen? Soll ich jemanden grüßen? Was auf du, Wurzi, oder? Warte mal. Where? Ich will niemanden stressen. Help, please. Ey, ich hab da jetzt nicht drauf geachtet. Oh, Junge. Wie bitte was? Da ist der Auftrag, also Ladung abliefern, Auftrag ist in Zone 3 auf jeden Fall besser, weil die Strecke viel kürzer ist. Das ist ja, ich fahre jetzt einmal wieder um die ganze Map gefühlt. Übrigens, der Discord-Link in der Beschreibung, der müsste aktuell sein. Also wer auf den Discord kommen möchte, kann gerne kommen. Wenn ihr einmal drauf seid, seid ihr ja drauf. Deswegen am besten schnellstmöglich den Link nutzen, bevor es da wieder irgendwelche... Hör auf! Ich kann mich nicht... befreien. Ich kann mich nicht befreien. Jetzt kommen die noch dazu. Ja, die Karre ist gleich im Arsch. Solange man mit der Karre in Bewegung ist, ist ja alles gut. Die Zombies könnten die Karre kaputt machen, auch in Zone 3. Nee, hört auf, ich will euch nicht überfahren. Moin, Teppich. Kantenterrorist, grüß dich. Hellboy, moin, was geht? Ja, bei mir ist alles fit und bei dir? Bin ein bisschen müde. Ja, schöne Grüße als Leon. Die Karre ist im Arsch, Leute. Die Karre ist im Arsch. Ach, komm. Wenn du einmal mit der Karre stuckst, ist Feierabend, ne? Wenn du einmal stuckst, ist Feierabend. Egal, gar kein Thema. Ist alles noch Vorbereitung hier. Muss gleich sowieso noch in Zone 3 gehen. Ich kann mich gerade noch nicht mit der WSP so anfreunden, weiß ich nicht. Weil für mich ist das eher so eine kleine, kurze, ja, eine Uzi kann man sagen. Die nicht so viel Schaden macht. Moin Marcel, moin Domme, moin Smoky, Benjamin, grüß dich, Abend. Was ja eventuell, wieso der Duke bei mir so komisch ist, wenn ich mit T3 Sachen sterbe und dann in eine neue Runde gehe, um die Sachen zu holen. Das sind ganz andere, schlechtere Sachen drin. Kann ich dir so jetzt nicht beantworten. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, wenn du das zu viel machst,
dass die Sachen irgendwann weg sind. Also, dass du mit denen noch nicht mal mehr exfiltrieren kannst. Moin Benjamin, grüß dich. Moin Shadow Dobby, mein Bester. Übrigens, danke Shadow Dobby für deinen Kommentar. Ich denke mal, du weißt selber, ich weiß nicht, was für ein Kommentar ich meine. Ich habe da gerade eben auch nochmal drunter kommentiert. Ja. Komm, ich lauf da hin. Ich muss jetzt ein Auto zu nehmen. Mit Autos bin ich jetzt gerade nicht so gut. Ich habe übrigens auf dem Auto. Ey, Leute, muss ich euch erzählen, ne? Nichts gegen Frauen oder sowas. Aber wenn Frauen Auto fahren, manche Frauen, ich schmeiß nicht alle in eine Schublade, aber manche Frauen, das ist 80%, also ist schrecklich. Ist schrecklich. Da war ich auf der Autobahn. Und jetzt möchte ich das mal von euch wissen. Wenn ihr auf der Autobahn fahrt, ne? Ihr seid auf der Autobahn, ihr seid gerade auf der Beschleunigungsspur. Beschleunigungsspur. Das sagt ja schon eigentlich einiges aus. Was macht ihr auf dieser Beschleunigungsspur? Ich denke mal, ich hoffe mal, beschleunigen. So, dann hatte ich den ersten Pappenheimer vor mir, der auf der Beschleunigungsspur nicht beschleunigt hat. So, heißt also, ich bin hinter ihm gedackelt und wollte auf die mittlere Spur ziehen. Ganz links die Spur, die war komplett frei. Aber in der Mitte, ich habe einen Blinker gesetzt und sowas, wollte gerade rüberziehen. Da fährt auf der mittleren Spur eine Perle, ne, hin. Und ja, die macht mir keinen Platz. Also die wechselt nicht auf die linke, ganz linke Spur, außen. Ich bin hier fast in die Karre reingefahren. Ne? Ich bin da voll am Ausrasten gewesen. Und jetzt haltet euch fest. Und das ist das, was ich ultra krass hasse. Ultra krass hasse. Und bitte macht das nicht, wenn ich euch dabei sehe. Ich knall euch eine rein, ich schwör's euch. Rechte Spur frei, linke Spur frei. Warum? Warum fährt der Deutsche nicht rechts? Warum fährt der Deutsche oder die Frau in diesem Fall? Das waren zwei Frauen. Ja, eine vorne, eine hinten. Warum fahren die in die Mitte, wenn rechts die Spur frei ist und links die Spur frei ist? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Weil ich war so am Ausrasten, ne? Oh, ne. Also wenn ich Auto fahre mit mir, darf keiner Auto fahren. Das geht gar nicht. Kann man sich vielleicht jetzt nicht so nicht vorstellen. Ist mein Reifen kaputt? Tatsache. Aber ja. Moin Solo Gamer, grüß dich. Die Söldner schicken einen Heli. Aufpassen. Gamer Black, ja, den Wurzel habe ich schon gegrüßt. Ja, das mit dem Parken, das müssen wir abnehmen. Aber nein, wir wollen ja hier keinen irgendwie diskriminieren oder was weiß ich was. Obwohl das Tatsachen sind. Also wenn es Tatsachen sind, dann ist es ja auch, ne? Ist Fakt. Ist einfach Fakt. Ja, freut mich, Hellboy, dass es dir auch gut geht. Genau, so ist es. Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Das sage ich auch, immer und immer wieder. Aber, das kann man den Leuten zehnmal sagen. Das interessiert die nicht. Genau, aufs Gas trampeln. Ja, hätte ich mein Audi S3 noch, dann hätte ich auch die 400 PS die spüren lassen. Aber dadurch, dass ich jetzt nur noch einen gammeligen Suzuki Vitara habe, geht da nichts mehr. Oh, Leute. Läuft. Läuft. Läuft richtig gut bei mir. Mit den da hinten nochmal an und dann haben wir es. Und dann können wir Story Mission beginnen. Von den Perks her reicht das aus. Die wichtigsten habe ich drin, würde ich mal sagen. Solo Gamer, ja, ich sag dir ganz ehrlich, ich überhole auch von rechts an. Weil das juckt mich dann. Und oder was ich vorher mache, ich fahr den in der Mitte hinterher, ich mache Lichthupe. Ne? Damit die vielleicht mal reagieren und checken, ey, warte mal, hinter mir ist einer. Rechts ist alles frei, ich zieh mal rechts rüber. Und wenn die das dann nicht machen, dann überhole ich von links, wenn frei ist, aber ansonsten dann. Dann ist mir das auch scheiße. Sag ich euch, wie es ist. Dann können die mich mal. Ich schimpf dann immer, aber egal. Ich will niemanden stressen. Aber die Söldner haben einen verdammten Helikopter.
Ja, sauber, Ghost. Freut mich für dich. Sehr geil. Welchen S3 ich gefahren bin? Den 8V. Baujahr 2014. Der hat ursprünglich 300 PS, aber ich habe den auf 400, ich glaube exakt waren es 410 PS, die ich hatte dann hinterher. Moin Mr. Sommer, grüß dich. Hat jemand eine Abholung bestellt? Warte abflugbereit am Treffpunkt. Ich hupe immer zu spät. Das war's. Genau so macht man das. Okay. Diese Beute ist nicht verschwendet. So, Platten, sorgt Reserve mitnehmen. Hecke. Finden und sichern Sie Dr. Jensen. Keine Umwege. Ist natürlich auf der anderen Seite, da fahre ich hier mit dem ATV hin. Sammle euch gleich ein. Und dann haben wir's. Klar, du bekommst nie Wunderwaffen. Ja. Nur mit Juggernaut und Schallpläne geschafft. Okay. Meinst du die Story-Mission? Ja, also Story-Mission, das wird schon reinknallen. Ich war immer überlegen, ob ich die Armbrust mitnehme. Mit entweder Termit. Ich habe, ja, die Armbrust habe ich jetzt endlich, ne, gelevelt. Wisst ihr ja vom letzten Stream. Und ja, jetzt habe ich ja auch Termit freigeschaltet, Semtex und irgendwas anderes gibt es ja auch noch, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was. Also ein Schaltkreis wäre gar nicht mal so schlecht. Warum sind hier keine Zombies? Weil hier schon gelootet wurde. Nehmen wir mal Molotow auf Reserve auch noch mit. Nehmen wir mal Semtex auf Reserve mit. Alles mitnehmen. Ich sehe die Landezone. Freihalten. Ja, ja. Also, Jason, ja. Also, optisch auf jeden Fall. Ich hatte 20 Zoll Felgen drauf. Das mit der Zulassung, das war auch so eine Sache. Also, an meiner Karre, das Einzige, was an meiner Karre zugelassen war, tatsächlich, waren meine Felgen. Alles andere war nicht zugelassen. Ja. So, da muss ich hin. Nee, ich hatte Felgen gemacht. Fahrwerk habe ich so gelassen, weil ich ja Magnetic Drive hatte. Da wollte ich nicht rangehen, weil ich finde, vom Fahrgefühl her war das schon gut. Ich wollte ihn auch erstmal tiefer legen, aber ich habe es dann erstmal sein gelassen. Ich habe einen Sportluftfilter drin gehabt. Ich habe Abgasanlage verändert. Ich hatte bin mit offenen Klappen immer rumgefahren. Was habe ich noch an der Karre gemacht? Ja, beleuchtungsmäßig halt. Ne? Ich bin ja auch so ein Fast and Furious Fan. Alte Teile, Fast and Furious, Fast and Furious. Ne? Ich stehe voll auf Unterbodenbeleuchtung und sowas. Hatte ich auch drin. Das war aber tatsächlich so, ja, legal, wie ich, das war so semi-legal. Weil Unterbodenbeleuchtung könnt ihr haben. Aber nur dann, die Unterbodenbeleuchtung darf nur angehen, wenn ihr die Tür öffnet. Habe ich so gehabt, aber ich hatte zusätzlich noch einen Clipschalter, weshalb ich auch während der Fahrt unter Bodenbeleuchtung hatte. War ganz cool. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Auto. Also von 0 auf 100, ich glaube, das hatte ich 4 Sekunden oder sowas. Ja, war schon schön. Moin Leon, grüß dich. Ja, und Turbolader hatte ich auch noch was gemacht. Genau, Turbolader und Chip. Aber nur angepasst und Chip, ja. Durch Chip, Abgasanlage, Luftfilter und kam dann irgendwann die 400 PS zusammen. Warte mal, ist die Story-Mission jetzt doch nicht mehr hier? Ja, das ist so kacke, ne? Also gibt es hier zugesehen zusätzliche Exfil-Punkte, das ist ja auch irgendwie blöd. Das Pfeifen liebt. Ja, das Pfeifen ist das Geilste. Das Pfeifen ist das Geilste. Also wenn ihr einen richtigen Sportluftfilter drin habt. Immer dieses. Voll geil. Oder eben vom Turbolader. Wobei vom Turbolader dieses, ne, der eine oder andere kennt es vielleicht von dem R34 GTR, dieses. Soll ja nicht so gesund sein, ne? Wenn man das so herbeiführt.
Jo. Moin Günni, grüß dich. Wie läuft dein Spiel heute? Hab seit heute Morgen durchgehend DirectX-Fehler. Bis jetzt läuft alles gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Okay, mein Prototyp ist am Transporter montiert. Wir sind einsatzbereit. Moin Gamer. Einsatzteam, ein Helikopter. Erst müssen wir Scheuser am besten zum Schluss mit Jagger. Genau, so werde ich es auch machen. Moin Heiko. Folgen Sie seinen Anweisungen. Werde ich auch so machen. Ja, also wie gesagt, mit den zwei Waffen sollte das kein Thema werden. Mit Juggernaut. Hier notfalls habe ich auch noch eine weitere Knarre dabei. Damit kann ich ja auch durch die Gegend fliegen, so gesehen. Noch ein Selfie zur Sicherheit. Ja, Packerband Stufe 1 ist natürlich jetzt gerade über. Nehme ich aber trotzdem einfach mal mit raus. Das kann weg. Das lasse ich drin. Müsste reichen. Die werden auch Platten und Munition und sowas droppen, deswegen. Moin, Bastian. Es geht. So, Axel ist da. Ja, ich habe mal Soundbug am Start. So, let's go. Story Mission. Und dann wird Akt 3 erstmal durchgeballert. Damit zu Season 1, wenn Akt 4 rauskommt, ich das auch direkt durchballern kann. Übrigens, was auch cool ist, was zu Season 1 auch kommen wird, sehr wahrscheinlich, ist nämlich, dass. Ja, die Geldbörse wie bei DMZ. Sprich, also ihr könnt die Essenz mit rausnehmen. Das ist natürlich ganz cool. Also sprich, Tuning ohne komplette Eintragung oder wie. Ja, genau. Das Einzige, was bei mir eingetragen war, waren meine Felgen. Alles andere war nicht eingetragen. Autogaming-Content wäre auch was. Ja, das wäre was. Aber ich sag dir ganz ehrlich, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich euch, also wie ich so einen Content, gerade Forza habe ich auch, und The Crew. Ich wüsste aber nicht, wie ich das so verkaufen soll, was so interessant daran sein könnte. So, weißt du, was ich meine, Jason? Und Hellboy, falls du dir Sorgen machst, ne, dass das da nicht eingetragen war. Also erstmal habe ich das Auto nicht mehr. Und zweitens, das wurde auch von Fachkräften alles schön montiert. Das wurde alles überprüft und sowas. Und ich sag mal so, ich habe meinen TÜV trotzdem bekommen. Man braucht halt seine Connections. Nähern uns der Absprungszone. Auf mein Zeichen. Die Befehle dürften klar sein. Ja, Lotus ist auch gut, Achim. Ja, ich bin tatsächlich schon mit dem R34 GTR mitgefahren. Eine richtig, richtig geile Karre. Fühle ich. Supra wollte ich nochmal mitfahren. Hatte ich mal die Gelegenheit gehabt, aber da war ich so am Pennen. Absprung freigegeben. Was hatten wir noch für Karren? Lambo bin ich schon mal mitgefahren. Damals müsst ihr wissen, es ist schon ein paar Jahre her tatsächlich, also es ist 10 Jahre schon her. Dortmund ist ja für jeden ein Begriff, Dortmund, Stadt Dortmund, ne? Gab es Phoenix West, da waren immer geile Tuning-Treffs und die krassesten Karren überhaupt. Okay Leute, egal, zurück zum Game. Also, hier haben wir ganz viele Söldner, ihr müsst nach oben kommen, ne? Macht erstmal die Söldner hier alle platt. Ganz entspannt. Guck, dass ich das jetzt irgendwie mit der so hinbekomme hier. Ja, oben sind auch Scharfschützen übrigens. Also seid am besten immer irgendwie in Bewegung. Da ist zum Beispiel ein Scharfschütze. Hier. So. So, seht ihr, was ich meine hier in Bezug auf die machen einen heilen Damage. Das Gute ist, die lassen ja wenigstens Platten fallen. Also ihr müsst auf jeden Fall hier alles erstmal so clear, soweit es so gut es geht. Aber ich muss sagen, Sturmgewehr wäre, glaube ich, tatsächlich besser gewesen. Einfach so vom Feeling her. Und auch schon alleine die Reichweite. Die einmal so rum. So, Zipline hier nehmen. Wir machen hier nochmal alles voll. Also hier ist genügend, ne? Ihr könnt euch immer wieder voll machen. Spielt aber bitte nicht so offensichtlich wie ich. Spielt bitte nicht so offensichtlich wie ich. Wenn ihr jetzt auch selber
euch so einschätzt, so nach Motto, na, ich hab ein bisschen Probleme damit, dann macht das nicht so. Geht langsam vor, macht das alles in Ruhe, gar keine Eile, gar kein Stress. Na, ich mach das hier alles schnell, weil, ja, weiß nicht, kann nicht anders. Immer die Plates hier auf jeden Fall aufheben. Zieren. Machen wir das mal eben. Na hier, ein bisschen looten vielleicht noch. Da ist ein Molotow noch. Geplated. So. Ja, ich komme zum Beispiel. So, dran machen. Hier haben wir zum Beispiel eine Deadbolt, die aktiviere ich jetzt aber nicht, weil das mit den Soldaten hier, das sollte man auf jeden Fall so hinbekommen. Ah, ist doch schon eine gute Waffe. Nimm mich zurück. Also, ich muss, glaube ich, erstmal mich warm spielen. Ich bin ja gar nicht warm gespielt oder so. Sehr schön. So, dann haben wir das schon mal erledigt, ne? Ja. Schaut nochmal in Ruhe hier so nach Platten. Ja. Also hinter, bevor Terminus auftaucht. Der Prototyp ist im Luftraum. Ankunft steht kurz bevor. Er ist schwerer als er aussieht. Wir müssen Schritt an den ACV steigen. Also wie gesagt, nimmt ruhig hier noch die Soldaten mit. Ihr habt 40 Minuten Zeit. Das müsstet ihr eigentlich schaffen. Das Paket darf nicht zu Schaden kommen. So, ich habe wieder meine 5 Platten. Passt also. So, dann das Gebiet muss gesichert werden. Hier oben ist eine Deadbolt-Maschine. Geschützt. Ja. Das Ding dann aktiviert ihr. Dann ist das alles gar kein Thema mehr. Weil da unten sind auch ultra viele Soldaten. Ultra viele Zombies kommen auf uns zu. Und. Na, Hirnfäule ist natürlich auch optimal. Und natürlich 10.000 Zombies. Sicher das Gebiet. Okay, ich muss mich sichern. Gar kein Thema. Gehen wir hin. Machen wir alles. Guck mal, also Packerband Stufe 3, Leute. Total easy, wenn er das macht. Ne? Rein Spam mit der WSP. Dafür ist die Waffe wirklich sehr gut. Also bei den ganzen Horden hier feier ich. Die Wirksamkeit des Neutralisators zu testen. Genau, Platten mitnehmen. Das Fahrzeug kennt die das Ding dann aktivieren. Und ja, eskortieren, ne? Könnt ihr. Ja, okay, Günni. Ja, klar. Jetzt sind die Söldner gepatcht. Die sind jetzt natürlich einfacher. Das stimmt wohl. Vorher war es noch schwerer, die Mission zu machen. Gebe ich euch auf jeden Fall recht. Ja, Tesla mit dem Bums habe ich schon gesehen. Bin ich leider noch nicht selber mitgefahren. Aber ja, Tesla hat einen richtigen Bums. Danny, was soll mit dem Loot sein? Mit dem Müll-Loot? Was meinst du? Also das brauchst du nicht mitnehmen. Ne? Also so den ganzen Müll-Loot da, was du gerade geschrieben hast. Mit, ne? Denkt immer dran zu platen. Achtet auf eure Gesundheit, achtet auf eure Plates. Die Zombies, die hier hinten kommen, die könnt ihr eigentlich ignorieren. Die hier vorne kommen eigentlich auch, weil die werden einfach überfahren. Na, außer ihr werdet von der Seite irgendwie von Söldnern oder sowas angeschossen. Da ist natürlich blöd. Ja, kann man irgendwo kaputt machen. Kein Thema. Also, wir machen auch hier mit. Das ist alles kein Thema mehr. Ihr könnt natürlich auch wieder zurücklaufen. Ihr könnt die Platten einfach mal mitnehmen. Wenn ihr einen Rucksack habt, werdet ihr mit Sicherheit haben. Nehmt alle Platten mit, damit ihr alles auf Vorrat habt.
jetzt hat er natürlich ein bisschen Schaden bekommen, ist aber nicht schlimm. Ey, moin Schabo, was geht? Na, es kommt ultra viele Zombies, ultra viele Zombies. Guckt euch das an. Deswegen, wie heißt das nochmal? Kasimir finde ich ganz gut. Gerade aus diesem Grund halt. Den Jugger, no, lasst ihr euch auf jeden Fall bis zum Schluss. Denn da geht es nämlich einmal richtig rund. Ey, guck mal, ich werde die Waffe hier auch auf Maxi leveln. Also, das wird, glaube ich, gar kein Thema werden. Die Frage ist, ob die Zombies jetzt gerade hier Schaden machen. Dürfen eigentlich keinen. Doch, machen Schaden. Okay, dann müsst ihr die doch ein bisschen fernhalten. Ich habe da jetzt auch gerade was Interessantes gesehen. Das habe ich einmal abspringen muss. Denn den Affen will ich mitnehmen. Gerade so eine Stelle, die so ein bisschen ja, blöd wird, sage ich mal, weil da eben jetzt gerade auch noch Söldner zugekommen sind. Deswegen müsst ihr vielleicht da auch nochmal drauf achten, dass ihr vielleicht nicht so wie ich da auf dem hier auf dem ACV draufsteht, sondern vielleicht mal eben runterjumpt und in Deckung geht. Guckt euch das mal an. Dann passt mal auf, dann machen wir das mal so. Jetzt alle erstmal kaputt gehen da hinten. Und jetzt habe ich erstmal meine Ruhe. Jetzt gleich geht es richtig rund. Deshalb der Juggernaut auch gleich in Einsatz kommt. Das Paket ist vor Ort. Der ACV hat seinen Job erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Starten wir das Ding mal. Die Startsequenz des Prototyps dauert eine Weile und wird die Opfer anlocken, die eine Leiche. Ihr habt Jensen gehört. Feuerfreigabe einsetzen. Hirnfäule ist ganz gut. Ne, da ist er. Sucht euch Deckung. Wartet auf den Juggernaut, wenn er kommt. Und schaut dann. Jetzt kommt sein Laserstrahl. Bleibt hier hinter. Legt euch einfach hin. Hinter. Und macht ihn als erstes kaputt. Schön auf den Mund schießen. Schön ins Maul schießen, Maul stopfen. Da macht ihr am meisten Schaden mit. Natürlich müsst ihr auf den, das ACV auch noch achten. Oh Junge, das reicht noch nicht ganz aus. Oh Junge. Okay, dann machen wir das so. Da kann ich gar nichts machen. Da komme ich auch gerade nicht weg. Gar kein Thema. Kriegen wir alles hin. Seht ihr? Deswegen Selfie. Aber solche Momente gibt es halt immer. Springen! Und das war's schon. Zufallsextra. Ja. Wie Sie sehen, war der Test erfolgreich. Der Ether-Neutralisator destabilisiert jegliches Ethereum in seinem Sprengradius. Was vom Element bleibt, zerfällt rasend schnell zu harmlosen Isotopen. Aber das war rohes, unverarbeitetes Ethereum. Das Zeug in Sakaias Fiole ist extrem stark angereichert. Meinen Projektionen zufolge hält waffenfähiges Ethereum unserem Prototyp stand. Anders gesagt, alles umsonst. Das war Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Keinesfalls. Das Prinzip wurde bewiesen.
Wir müssen den Neutralisator nur verstärken und die Leistung neu kalibrieren. Und Sie kriegen das hin, ja? Nicht ganz. Aber Sakai verfügt über die Studien von dem Experten für Ethereum-Anreicherung. Strauß. Oscar. Ein alter Freund? Freunde sind ein Luxus, den ich mir nicht leisten Strauß. Kann. Sakai verwahrt Strauß' Forschung in einem Tresor. Er ist schwer bewacht. Aber diese Forschung ist der Schlüssel zum Verbessern des Neutralisators. Wir haben keine Zeit dafür. Unser Fokus liegt auf Sakaev selbst. Und wenn wir ihn finden, dann was? Dann setzt er seine Fiole ein und wir können nichts dagegen tun. Deadbolt kann vielleicht hart genug zuschlagen, um es einzudämmen. Aber wenn es darum geht, es zu beenden, ist der Neutralisator die beste Chance. Gut. Holt Strauß Daten. Seht, was Frau Doktor damit tun kann. Eva, was ist los? Nur eine Migräne. Geht vorüber. So wie immer. Zwei Story-Missionen beendet. Leute, das war's mit dem Stream. Nein, Spaß. Geht jetzt weiter. Ja, gut. Ich hab die Gegenstände mitgenommen. Ja. So, Verteidigerauftrag auf. Twitter ist 20 Söldner auf. Okay, okay. Also da kommen jetzt gleich wieder schöne Missionen, die ich machen kann. Dann schauen wir mal, wie weit wir in Akt 3 kommen werden. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn ihr in Akt 3 seid, bei der letzten Mission, bei der Story-Mission, versucht es solo zu machen. Wenn ihr den Ätherwurm nämlich solo killt, dann bekommt ihr nämlich eine Visitenkarte dafür. Und die bekommt ihr nur dann, wenn ihr tatsächlich den Ätherwurm solo gekillt habt. Sonst bekommt ihr ihn nicht. Ihr bekommt auch eine Visitenkarte, ja, aber es gibt nochmal eine spezielle Visitenkarte dafür. Sehr schön. Cool. Okay, das... Achso, ja, jetzt gerade wurde ja nochmal gefragt, wie sieht's aus hier mit Lagerplatz und so was, ne? Also... Pauschen, Belohnung auswählen, zack, ist im Lager. Seht ihr? Bumm. Ne, 14 von 10. Ja. Das Ding tausche ich auch. Hier gegen, das lasse ich da. Equipment Stufe 2. Also die WSP fand ich doch schon schick, hat geschmeckt, war, fand ich doch schon gut, ja. Kann man machen. Nehmen wir nochmal ein paar Perks schon mal so mit. Juggernog. Wobei Juggernog. Ich hab. Also, Inventar ist voll, ey. Also, ich mach, wie gesagt, momentan mehr Looten als alles andere, so. Ja, packen wir das noch dazu. Falls ich sterben sollte, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich da verrecke irgendwo. Ja, und das habe ich ja schon aktiviert. Okay, gut. Dann muss ich auf jeden Fall wieder farmen. Schauen wir mal kurz, welche Missionen jetzt so anliegen. Ah, okay, ich muss also exfiltrieren. Hat sich erledigt? Gut. Sprich also, ich mache jetzt gleich die Mission und exfiltrieren dann anschließend. Ich werde aber die vollen 40, 45 Minuten drin bleiben. Moin, Benz. Grüße an Simon. Ja. Ja, Leute, wer es noch nicht gemacht hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Würde mich über einen Support sehr, sehr freuen. Und ja, zum Thema Support. Wie ihr, glaube ich, jetzt in letzter Zeit gemerkt habt, bringe ich wirklich regelmäßig alle zwei Tage Videos raus. Ich halte meine Streams ein und. Ich habe leider aber auch gemerkt, dass das super anstrengend ist. Also es geht voll auf die, ja, auf die Birne direkt nicht, aber ich sag mal so. Ich habe ja noch einen Hauptberuf, wie ihr wisst, und ich bin immer ultra müde, weil ich für euch dann immer wirklich lange dran sitze und die Dinger bearbeite und ich mache ja Gameplays, die dann wirklich 50 Minuten gehen, 60 Minuten und das muss alles auch noch geschnitten werden, bearbeitet werden und. Das ist super zeitaufwendig. Und ich würde mich sehr, sehr freuen,
wenn es dann irgendwann so ist, dass ich dann wirklich sagen kann, ich kann viel Zeit in euch, in YouTube investieren, um eben regelmäßig Videos und Streams rauszubringen. Mein Ziel war es eigentlich sogar täglich Videos rauszubringen. Es ist aber aktuell eben nicht umsetzbar. Und es ist lediglich eigentlich tatsächlich, ja, nur dann machbar, wenn ihr mich dabei unterstützt. Vor allem durch Mitgliedschaften. Das ist eben der finanzielle Aspekt, der mich sehr unterstützt. Damit ich eben sagen kann, okay, ich kann meinen Hauptjob kann ich komplett reduzieren und ja, mich halt mehr darauf fokussieren, weil solange ich eben das nicht reduzieren kann, ich weiß halt noch nicht, wann ich einbrechen werde hier, sage ich euch ganz ehrlich, weil es ist super anstrengend. Es ist super anstrengend, das alles zu machen. Deswegen, euer Support ist einfach alles. Wie gesagt, Mitgliedschaften, natürlich auch durch Teilen, Abonnieren und weiterempfehlen, baut sich das alles super schnell auf. Das ist richtig geil, das freut mich auch super sehr. Ja, das sind so, das ist ein Aspekt, den ich einmal so ansprechen wollte. Kann sich jeder selber was dazu beidenken, ne? Für den einen oder anderen kommt es vielleicht so rüber, so schnurrisch mäßig rüber. So möchte ich aber nicht rüberkommen. Ich möchte euch einfach nur damit sagen, dass ich mehr machen möchte, es aber anders eben nicht funktioniert. Und ja, wie soll ich das sagen? Ich bin, was das angeht, ja auch irgendwann eingeschränkt. Also ich kann dann irgendwann auch nicht mehr viel mehr machen, als ich schon mache, sag ich mal. Und ja, genau. Das dazu. Eine andere Sache, die ich noch ansprechen wollte. Und Domme, verteilt 5 Mitgliedschaften. Vielen, vielen Dank, Domme. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Und gute Nacht, Krampi. Danke dir, Domme. Dann warten wir mal kurz, bis die Hub-Mucke weg ist. Und dann habe ich noch eine andere Sache zu sagen, was auch ganz wichtig ist, was mich so ein bisschen sauer gemacht hat, einfach nur traurig oder nachdenklich oder sowas. Und zwar wisst ihr ja, ich habe einen Instagram-Account und viele, wirklich viele schreiben mir über Instagram und ich versuche wirklich alles zu beantworten, was so geht. Was ich aber nicht haben kann, ist, wenn man, ja, pass mal auf. Ich suche das mal raus. Ich habe denjenigen auch schon eingeschränkt bzw. blockiert, weil ich finde, das ist ein absolutes No-Go, sowas rauszuhauen. Denn ja, für mich ist es eine absolute Unverschämtheit, wenn man erstens die ganze Zeit schreibt, ey, was hat da hier derjenige geschrieben? Ey, ich mache alles kaputt mit MBZ. Ne? Es ging nämlich darum, ich habe ja gesagt, dass ich mittwochs ja DMZ streamen möchte und ich habe in der letzten Woche nur eine Stunde DMZ gestreamt. Derjenige hat sich so sehr aufgeregt, dass er mir unbedingt schreiben musste mit ey, ich mache alles kaputt, scheiß mal auf deinen Account, ich scheiß wohl auf die DMZ-Community, ne, ey, denk mal echt, ne, also... Und das war alles unter aller Sau. Ich möchte das jetzt alles nicht vorlesen. Das war auf jeden Fall ein langer Text mit vielen Rechtschreibfehlern und von der Schreibweise her unterste Schublade, einfach nur total respektlos. Ich weiß ja nicht, ob derjenige mir das so persönlich mal ins Gesicht sagen würde, weil wenn mir jemand so mit mir sprechen würde, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin so vom Typ her, ich spreche jemanden an, sag, sprech mit mir richtig und dann, nee, dann flippe ich auch irgendwann aus und ich finde, dass da, das geht absolut nicht. Ich bemühe mich schon, euch zu antworten. Ich bemühe mich auch schon, hier und da was zu machen. Aber wenn mich dann solche Nachrichten erreichen, die machen mich dann sauer. Die machen mich nicht nachdenklich, traurig, verletzen mich absolut nicht. Das macht mich eher sauer. Ich finde es dann in diesem Moment schade, dass wir uns dann in diesem Moment nicht persönlich treffen können, um das mal persönlich mal zu bequatschen. Und vielleicht auch mal in dem Ton, wie es mir geschrieben wurde. Denn ich persönlich bleibe ja auch sachlich und raste ja hier nicht aus und fange an, irgendjemand zu beleidigen oder was weiß ich was. No? Hey, Scamming, danke für dein Abo. Benz, ebenfalls, vielen, vielen Dank für dein Abo. Moin, Aldo. Fire Ranger, in welcher Zone kann man eigentlich am besten die Aufgaben, wo man Kopfgeldaufgaben machen muss? Zone 2, hätte ich gesagt. Wenn du kannst, Zone 3, natürlich. Jetzt einen Auftrag machen. Und das sind so die Dinge, die ich gerade jetzt so ansprechen wollte. Einmal dieses Supportmäßige eben für mehr Content. Wie gesagt, da sind mir irgendwann selber auch die Hände gebunden. Und da wäre ich euch, wie gesagt, sehr dankbar. Ihr müsst nicht, es ist nur ein
eine kurze Ansprache, damit ihr eben, ne, versteht, warum dann vielleicht irgendwann dann doch weniger kommen könnte. Aber ich möchte es, ja, also ich mache mich da lieber kaputt, als dass ich dann weniger rausbringe. Sag ich euch ganz ehrlich, da bin ich, was das angeht, auch zu ehrgeizig. Weshalb ich, ja, naja, ich werd dran bleiben. Keine Sorge. Na, ein Klecksmaler, grüß dich. Racing, moin. Verteidigen. Ja, das wäre hier, ne? Haben wir das hier auch noch? Nee. Ach komm, ich schwimme wieder zurück. Scheiß drauf. Na, am Zippel. Wollte mal fragen, was du für ein System hast. Ich finde, dass Zombies teilweise schon krasse FPS-Drops hat. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich auch FPS-Drops habe. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber ich sehe jetzt gerade, ich habe 140. Ich müsste mal drauf achten. 160? Ja, gerade war 120, ne? Vom System her, was ich habe. Ich habe eine GeForce RTX 4090. Ich habe 64 GB DDR5 RAM. Ich habe Intel Core i9 Prozessor. Welcher ist der neueste? 13900 KS habe ich. Ja, das ist so mein System. Klecks mal, wie es bei mir läuft? Eigentlich ganz gut. Läuft. Story-Mission, Akt 2 abgeschlossen. Passt, ey. Officer Jonas, gibt es auch Möglichkeiten, mal mitzuspielen? Oder spielst du eher gerne solo? Also, Officer Jonas, ich kann es so sagen, ich mache das in der Regel so. Es gibt eine Mitgliedschaft, Elite-Mitgliedschaft, das ermöglicht halt in Stream mitzuspielen. Was ich aber auch mache, ist, ich mache 24 Stunden Community Plays, was im Dezember kommen wird. Definitiv. Also ihr könnt euch im Dezember schon darauf einstellen, dass es in 24 Stunden Community Play geben wird. Lediglich aber MWZ. Das sage ich schon mal ausdrücklich für diejenigen, die sich eventuell schon ein bisschen gefreut haben auf DMZ. Vielleicht mache ich so eine. Ja, vielleicht mache ich kurz mal DMZ mit, aber nicht viel. Instakill. Ja, kein Thema, Marc. Gar kein Thema. Muss ich kurz mal hochscrollen. Ja. Okay, alles beantwortet. Super. Guck, guck, du kleine Schlampe. Hey, Chabro. Der gute Mann hat es verdient, dass man ihn pusht. Gemeinsam als Community, Familie sind wir stark. Also, Patienz übrig habt. Was war denn lieber? Vielen, vielen Dank, Chabro. Danke dafür. Danke für die Worte. Und ja, danke, dass du da bist und wieder Support, ey. Danke, danke. Der 14er ist der neueste. Okay, der 14er ist der neueste, aber. Okay, nee, ich. Der 14er habe ich, glaube ich, noch nicht. Nee, nee. Da war, glaube ich, der 14er noch gar nicht raus. Wann ist er denn raus? Achtung, Söldner nähern sich ihrer Position. Jetzt sind die Söldner. Arif, passt dann, hat doch 99% der Community hier nichts falsch gemacht, richtig kostet der. Kostet die ja. Sonst Leute, was mache ich? Ich bin am Pennen. Haben die jetzt keine Platten gedroppt? Dieser Kritiker. Ich habe nur noch 14%, war ich so am Pennen? Ja, da war ich ja hardwaremäßig am Pennen, ey, krass. Einstellung, Grafikeinstellung. Müsste alles auf Maximum sein. Empfohlen. Alles auf Hoch, Ultra, ja. Alles auf Maximum. Dadi, danke für dein Abo. Ja, Ada, ich weiß. Wurde mir gerade auch schon gesagt, Akimbo soll auch gut sein. Habe ich aber noch nicht freigeschaltet. So drinnen, ne? Ja.
Jetzt sehe ich das nicht. Gerade meine Munition überblendet. Das seht ihr aber. Ja, macht Fokus auf mich. Eine frische Ladung Söldner ist unterwegs zu Ihnen. 8%, ey. Ich mach schon spannend, kann das sein? Ey, ich muss mich jetzt gerade erstmal. Ich hab doch. Ich Idiot! Ich hab doch ein Geschütz! Warum nutze ich das denn nicht? Bullshit! Bullshit! Ihr seid solche. Du Scheiße. Guck mal, wie viele da stehen von denen? Ja gut, die 20 Söldner habe ich schon mal. Ja, bin ich blöd. Mal ganz ehrlich. Ja, ich hab... Okay. Ich denke mal, das war's jetzt endlich mal. So, jetzt muss ich mich gleich neu fokussieren. So, da oben. Long Beast die Waffe. Ja, Sammy, ganz gut. Finde ich gut. Also, Story-Mission konnte ich gerade easy durchbekommen. Gar kein Thema. Long, eine Frage zum 24-Stunden-Stream. Können wir dann wieder eine Custom Battle Royale Lobby machen? Ja, wenn genug Leute dazukommen und dafür stimmen, können wir das gerne machen. Im nächsten Stream mache ich stimme das mal ab. Das ist reiner Zufall, Fire Ranger, auf deine Frage, ob das, ob man das beeinflussen kann. Jetzt da unten. Da muss ich hin. Sind die Söldner eigentlich stärker in Zone 3? Nein, die sind gleich stark. Bin ich zumindest der Meinung. Der 14er hat kaum mehr Leistung und verbraucht zu viel Strom. Hat mir gerade auch den, ja, ja. 13.900 KS, ja, Tufet, also alles richtig gemacht, finde ich ganz gut. KS ist ja auch so eine Sonderedition nochmal, ne? Das ist ja die Oberspitze, sag ich mal, was Intel so anbietet. Und Gamer, yep, ich habe die Story schon gespielt, wenn du die Kampagne meinst. Denke ich mal, dass du die meinst. Die Anzeigen, das kann die Latenz. Simple, 5900 mit 4090 und Spieler auf 1440p. Jo, ich auch. Und, du bist unter 40 FPS. Ja, da kann ich dir einen Tipp geben, Simple. Da kann ich dir einen Tipp geben. Moin, Lombos, erstmal. Grüß dich. Da kann ich, also da kann ich euch allen Tipps geben, damit ihr keine FPS-Drops habt. Tatsächlich. Wenn ihr auf Einstellungen geht, auf Grafik, auf Qualität. Was war das denn nochmal? Textur-Streaming auf Abruf muss auf jeden Fall aus sein. Ah, hier, das ist ganz wichtig. Wer das hier hat, NVIDIA DLSS Frame Generation, macht das aus. Na, hier steht, Frame Generation steigert die Wiederholrate durch KI, generierte zusätzliche Frames. Ne? Ist halt für die RTX 40, ne, für die 40er Serie, ne, kann man das nutzen. Wer also die 40er Serie hat, bitte das ausstellen, dann habt ihr auch keine FPS-Drops mehr. Und wie gesagt, Textur-Streaming auf Abruf auch am besten. Genau. Kuckuck, du kleine Schlampe. Könnte ich mich auch noch erinnern, wo die Bots noch so OP waren. Ja. Ey, Kevin, vielen Dank für die Spinne. Long auch von mir nochmal. Viel Liebe, mach weiter so. Wir unterstützen dich, wo und so gut wir können. Long, bester Mann. Kevin, bester Mann. Du bist der beste Mann, ihr alle. Vielen Dank, danke für deinen Support. So, jetzt muss ich mir ein bisschen muss ich mich aber konzentrieren noch. Ich bin ultra müde. Also, wie gesagt, ich glaube, auf der Autobahn, das war, glaube ich, sogar fast mein Fehler, dass ich dann einen Unfall was gebaut habe. Aber ja. So, let's do this. Barrera sagt, er kann seine Seismometer justieren, um Feindbewegungen zu verfolgen. Helfen Übrigens, 7. Dezember, sag ich nochmal, The Day Before kommt da raus. Soll am 7. Dezember rauskommen, sagen wir es mal so. Ich werde es auf jeden Fall kaufen und dazu werden auch Videos und Streams rauskommen. In Echtzeit.
Natürlich wird aber MWZ bevorzugt, weil das in MWZ irgendwelche Neuigkeiten gibt, neue Dinge, wie auch immer, was man freischalten kann, werde ich natürlich MWZ spielen und streamen. Jetzt stelle ich ein Geschütz auf. Ja, euch mal hier erstmal. Ihr gebt mir Kerbe auf den Kanälen ab. Jetzt habe ich natürlich keine Perks, ne? Ach, ich habe die Drohne noch drin. Ich denke schon so, hä? Okay, aber schneller nachladen ist trotzdem nicht dabei. Die Transmitter sieht das nicht. Aktivieren. Stabile Verbindung sitzt. Haut rein. Also feil. Ach, so gut. Es nähern sich Söldner. Wir kriegen entweder einen kompletten Scan oder nicht. Keine halben Sachen. Das ist okay. Genau, schieß schön auf die Söldner. Jawoll. Schön mit dem Warlock, mein Geschütz. Sauber. Ja, warte, ich guck sofort. Klecksmaler. Ist nicht viel, aber Dollar. Ja, so ist es. Ich schwör's dir, Klecksmaler, vielen Dank für deinen Support. Trotzdem danke dafür, denn ich weiß es nämlich zu schätzen. Sagen wir es mal so. Egal, wie viel das am Ende ist, ob das dann 99 Cent sind oder 2 Euro oder 10. Ich weiß es, ich weiß alles zu schätzen. Gleich gewesen ist. Ich komme selber aus, sag ich mal, auf Verhältnissen, wo... Du Scheiße. Ach du Scheiße, ich hab keine Selfies. Alle Systeme arbeiten außerhalb ihrer Spezifikationen. Sie haben nicht die nötige Toleranz, um so viel einzustecken. Ey. Geht schon wieder kaputt hier. Hört mal auf. Seit wann ist die Mission denn so scheiße? Kann mir das einer mal sagen? Ich glaube, ich habe die noch nie solo gemacht. Ich habe da dafür keine Taktik. Hört mal auf. Hört das mal. Ey, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das kann, nein, das kann nicht sein. Wie soll ich das Ding denn beschützen, Mann? Assi, ist das denn? Das ist ja richtig asozial. Ich brauche die Mission, wo das Lagerhaus ist. Also hier ist eigentlich auch so ein Söldner Dingsbums. Das ist, ja, das war jetzt hart, Assi. Krass. Ja, Axel, dem Z macht Spaß, ja. Aber schwitzig. Schwitzig, einfach schwitzig. Nee, ist doch nicht euer Ernst. Warum ist denn das Auto jetzt weg? Ich laufe hier extra zum Auto hin. Und es kommt einmal. Es respawnt einfach. Tschüss. Guten Abend, Emil. Wollte fragen, ob du noch nebenbei arbeiten gehst. Ja, klar. Das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Dass ich eben das reduzieren muss, um weiter kontinuierlich eben das zu liefern, was ich aktuell so liefere. Ich habe auch alles durch von Geld, im Überfluss bis so gut wie nichts und deshalb teile ich auch das bisschen, was ich habe. Ja, das ist eine super Charaktereigenschaft, Klecksmaler, also wirklich, ehrlich. Aber kenne ich. Also, man hat, gerade Ende des Jahres ist es immer schwierig. Ich habe momentan auch hier und da meine Probleme halt. Ich denke mal, das hat jeder von uns. Ich brauche da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ja, ist leider wie es ist. Ne? Man muss stark bleiben,
Das ist wichtig. Man muss immer nach vorne schauen, positiv schauen, auch wenn es ultra schwierig ist. Ja, gehört dazu. Simple. Okay, danke. Werde ich mir morgen mal genau angucken. Bin durch Zombies auf dich aufmerksam geworden. Okay, finde den Content geil. Sauer. Spielst du auf die Mastery Cameras? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich mache Missionen und ja, hier in Game die Aufträge, um eben zu looten, um den ganzen, ja, ne, alles, was ich benötige, halt noch zu finden. So, du schaffst, aber wenn nicht, kann ich dir dann helfen. Dragon, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ansonsten, ja, kannst du mir dann helfen. Kannst, ich versuche das jetzt noch. Auch wenn ich es schaffe, kannst du gerne dazukommen, Dragon. Moin, Steinzeit-Gamer, grüß dich. Sind bei mir auch nur drin. Die 99 sind kaputt operiert. Ah, ja. Herhören, dieses Lager ist gut bewacht. Räuchern Sie dieses, ja, Achim. Das ist kacke, sowas, ne? Das ist richtig kacke. Verstehe ich auch vollkommen. Moin, Big Show. Die Mission ist Oberassi. Hat einen Hund oder zwei Geschütze, trotzdem zweimal. Ey, echt? Du machst mir jetzt gerade Hoffnung. Nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen kann, um... hier so reinschauen. Geld. Keine Platten mehr, ne? Haben wir hier... ah, Deadbolt wäre so geil, ne? Hätte ich das Testgebiet durchsucht und erkannt, dass unser Gerät schlecht fürs Geschäft ist. Der Gegenschlag wird nicht lange auf sich warten. Ich probier's jetzt nochmal. Barrera glaubt, dass er uns einen Vorteil verschaffen kann. Meine Ausrüstung ist erstaunlich vielseitig. Jetzt mal, sozialer Dienst. Ich war vorher, also ich war auch in einem sozialen Beruf tätig. Ich war ja Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe in zentralen Notaufnahmen gearbeitet, hinterher stationär für Kardiologie. Danach dann noch 1:1 Betreuung mit Wachkoma-Patienten. War auch ganz, ganz interessant, ganz gut, aber die Bezahlung ist halt scheiße. Dann habe ich mich umentschieden. Und bin aus der Branche, aus der Schiene raus. Sascharino, wunderschönen guten Abend. Wenn die Zombies ja mal so ein bisschen unterstützen würden, wisst ihr, was ich meine? So, jetzt passt mal auf. Ich weiß, oh, hier weiß ich definitiv, wie ich das machen werde. Hier hoch da, hier hoch da! Nicht, dass sie jetzt mit Scheiße nach mir werfen und ich bin down. Feinde nähern sich. Lebende Feinde, die zielen können. So, Schildtyp ist schon wieder am Start. Nee, das wird nichts. Scheiß Waffe. Dafür ist die Waffe scheiße. Lass die Zombies hier rumlaufen. Ich nutze die Zombies für mich. Geht ja nicht anders. Oder ich muss die einfach schon von vorne rein pushen. Keine Ahnung. Und die können von da aus rausschießen, wenn ich das richtig sehe. Aber die Zombies, die machen die auch nicht so wirklich platt, kann das sein? Wieder kein Selfie, ne? Immer noch kein Selfie, ich sag das mal so. Angriff aus dem Süden.
Süden. Stimmt. Auch eine ganz gute Sache. Da sind sie. Was? Boah, ey. Also, nee. Also, Solo kann man das... Also, Solo? Da muss ich mir zig Geschütze kaufen dafür. Das geht ja gar nicht anders. Die kommen ja von allen Richtungen. Wie willst du das denn handeln? Zumal, die gehen ja auch nicht so schnell down. Also, Pepper Punch macht ja gefühlt auch keinen Unterschied, ob man das hat oder nicht. Das ist ja krass. Das ist krass. Ich muss mir da irgendwas anderes überlegen. Ja, du gehst mir richtig hart auf den Sack. Wie mache ich das denn am besten? Das darf kein... Das darf nicht offen sein. Das muss in einem Haus sein. In so einem Lagerhaus. Vielleicht hier. Oder hier. 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 Da fahre ich mal hin. Da fahre ich hin. Ich probiere es weiter. Geht nicht anders. Yo, Ranger, bis dahin, hau rein. Na komm, ich fahr jetzt einfach. Man kommt bei Stufe 1 nicht weiter. Ich brauche den ungewöhnlichen Ether-Werkzeugbauplan. Mach nur Aufträge in Zone 2. Vorschläge. Ja, du musst den Auftrag dazu machen, der da steht. Fihu. Da steht dann wahrscheinlich, dass du irgendeinen Auftrag ja noch erfüllen musst. Und aus diesem Auftrag, die Missionsbelohnung, da bekommst du es mit raus. Und damit musst du exekutieren. Moin, Redrum, du geile Sau, was geht? Heftig. Die Mission, die habe ich, glaube ich, wirklich noch nie solo gemacht. Also solo knallt es rein. Ja. Da müsste man sich auch so eine Strategie so ein bisschen ausdenken mal. Also nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, wo es ist. Da ist es zum Beispiel, hier ist es zum Beispiel zum Gebäude. Sofern er als Taktiker kein Stümper ist, das ist gar kein Thema jetzt. Glaube ich, hoffe ich. Barrera sagt, er kann seine Seismometer justieren, um Feindbewegungen zu verfolgen. Helfen Sie ihm. Okay, halt das Team. Hallo Nadine, probier mal Zone 1. Ja. Siehst du? Als hätte ich so schon gelesen. Ich probiere es mal. Ich glaube aber, das macht keinen Unterschied. Ob 1 oder 2. Weil die Söldner, die sind, meine ich, überall gleich stark. Ja Leute, lasst noch gerne ein Like und ein Abo da für den Algo. Wer es noch nicht gemacht hat, immer schön dran denken und ganz, ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Ohne Glocke geht nämlich nichts. So. Natürlich wäre es richtig geil, wenn man hier so eine Deadbolt hätte, ne? Probieren. Warten wir es mal eben. Okay, der Transmitter versucht eine Moin, guck mal, Tailment. Ja, Seppel, ich freue mich auch schon richtig auf Zone 4. Das wird richtig gut werden. Vorsicht, Einsatzteam. Sie bekommen Besuch von Terminus. Ja, also mit, zum Thema Content, was MZ angeht. Ne, DMZ ging ja auch lange weiter. Ne, lange. Aber ab einer Season, statt ab Season 4 hat, ja... Haben sie abgebaut, was das angeht. Ja, hier habe ich auf jeden Fall mehr Deckung und einen besseren Überblick. Definitiv besser.
Definitiv besser. Ich glaube, hier wird es klappen. Manchmal sehe ich die aber nicht, weil die so dunkel sind. So. Die Glocke hat noch nicht geläutet. Einen Moment, Chat. Ich gucke, dass ich jetzt die 1 Minute 35 mich eben konzentriere. Dann lese ich mir alles durch und beantworte alles. Oh, wisst ihr was, ey? Hier, schluck das. Besser. Also hier im Gebäude ist besser. Jetzt ist die Frage halt, ne, ob Nadine jetzt gerade, Nadine hat ja als Vorschlag gegeben, das in Zone 1 zu machen. Könnte tatsächlich, ja, ne, einfach, ja, ich glaube, die sind gleich stark. Die sind gleich stark. Nur die Örtlichkeit spielt halt eine Rolle, wenn ihr die Mission macht. Also die Schildtypen, die kommen ja immer so angerannt. Versucht die vielleicht vorher schon irgendwie aufzuhalten, indem ihr auf ihre Füße schießt. Weil während die rennen, haben die da eben ihre Schwachstelle. Ja, ist erledigt. Ist geschafft. Ja, sieht gut aus. Aus dem Süden nähern sich Feinde. Übrigens, morgen 20 Uhr geht's mit dem Stream weiter. Ja. Nehmt euch da schon mal für BTV Zeit. Ich kann es nicht öffnen, Leute. Muss die erstmal zu Ende labern oder was? Deadbolt-Kommando, vielleicht lese ich das falsch, aber da gibt's jetzt schon eine Menge seltener Aktivitäten. Okay, Schluss mit lustig, Leute. Exfiltrieren, sofort. Wir stellen uns dieser Gefahr direkt. Ich kann's nicht öffnen. Ich kann's nicht öffnen. Behu, danke für die Mitgliedschaft. Willkommen beim LB-Clan. Leute. Ich kack ab. Ich kann's nicht öffnen. Ich kann Sachen aufheben. Nee, hör auf. Och Mann, mach mich doch nicht fertig. Nee, geht nicht. Ist verbuggt. Ja, ich laufe mal ein Stückchen weiter weg, mal gucken. Ich steck mal irgendwie ins Auto oder sowas. So. Zuna. Klotfisch echt? Eins einfacher. Ja. Hat einer einen Tipp, welche Waffe man für den Wurm nehmen kann? Letzte Mission noch offen, Akt 3. Boah, Akt 3. Weiß nicht, da will ich auf jeden Fall ein dickes MG oder sowas mitnehmen, weil da muss auf jeden Fall richtig verballern. Ja, genau, Ghost, es wird eine vierte Zone geben in MBZ. Moin Durstlöscher, grüß dich. So, jetzt muss ich gucken. Das ist natürlich verbuggt. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Weil ich brauche nur dieses Item, dann muss ich exfiltrieren. Damit ich weitermachen kann mit der Mission. Bin jetzt einfach mal eingestiegen. Gucken, vielleicht geht's ja jetzt. Ne, geht nicht. Krieg ich nicht auf. Verbuggt. Okay. Ja. Schöne Scheiße. Ja, muss ich da runterfahren. Geht nicht anders. Geh ich nicht auf. Ne. Okay. Gut, dann halt nochmal. Wir haben ja 11 Minuten noch. Ganz entspannt. Wo ist denn die radioaktive Zone? Deine Mitte. Okay. Ja, wenn die in der Mitte ist, wo ist denn letzte Exfil da oben wahrscheinlich? Ich bin jetzt Akt 3. Guck mal. Jetzt bin ich Akt 3. Dobbs an Deadbolt-Kommando. Einige meiner Klasse 1er senden nicht mehr. Ich arbeite an Ersatz, aber das gefällt mir nicht.
ja, Todeswahrnehmung soll ich exfiltrieren, aber. Ist die Frage, ob ich das jetzt nochmal bekomme. Ja, die Kugel, die wird auf jeden Fall weg sein. Was für eine Meme-Seppel? welche Mission? Die erste Mission jetzt gerade, ne? Mit verteidige Bodenstation Auftrag. Habe ich gemacht, aber ich kann die Kugel eben nicht öffnen. Die ist leider verbuggt. Namen Christoph, grüß dich. Ja, ne, ich muss nicht nur exfiltrieren, ich muss die Todeswahrnehmung, das Rezept da rausbekommen. Komme ich aber nicht da raus, weil es verbuggt ist. Leider. Deswegen muss ich das jetzt nochmal machen. Das ist aber gar kein Thema. Gehen wir hin. Ich überwache die unterirdische Aktivität. Barreras seismische Messungen werden helfen, Terminus-Minen-Operationen zu lokalisieren. Beschützen Sie unsere Geräte. Zwei Tage die Mission. Ich hab gerade Akte 1 fertig bekommen. Sauber, Christoph. Ja, ich hing auch erstmal hinterher. Ich dachte, ich hänge richtig hinterher, aber es ist okay. Es ist noch okay. Ja, hier ist es eigentlich auch ganz okay, das zu machen, oder? Der Transmitter sieht das Netzwerk. Stabile Verbindung steht. Hauen wir rein. Also feil. Ach so gut. Feinde nähern sich. Lebende Feinde, die zielen können. Der Höllenhund wäre natürlich ganz gut gewesen, nur. Ja, dann nachladen wäre auch nochmal sowas. Was ich persönlich wichtig finde. Ist am Gas verleckt. Da kommen jetzt welche. Pass auf, hier mache ich das so. Wow. Durstbecher, danke für dein Abo. Yuzi, danke für dein Abo. Schockstab ist eigentlich keine schlechte Idee. Mal einfach mal. Da ist schon einer durchgerannt. Zwei sind da durchgerannt, sehr schön. Ab und da kommen sie auch. 94%. Ja, also hier geht's auch. Also, ja, Zone 1 ist einfacher. Das ist, glaube ich, tatsächlich Fakt. Verbleibende Zeit wird natürlich nicht angezeigt. Bereit machen. Terminus ist noch nicht fertig mit euch. Das muss aber jetzt gleich durch sein, oder nicht? Jetzt ist ein Auto da angehalten? Ist das euer Ernst? Geht's jetzt hier oder was? Jackpot! Wir sind komplett entgegen. Die Ätherforen können sich nicht mehr verstecken.
mehrere Tote, Einsatzteam. So, ich hoffe, ich kann es jetzt öffnen. Stück für Stück. Ja, aber natürlich. Exfiltrieren mit dem Todeswahrnehmungsrezept. Ich fahre jetzt nochmal hier hoch. Kann sein, dass es da immer noch ist, ne? Möglich. Muss ich mal nachschauen. Ist auf jeden Fall irgendwie verbuggt. Jo. Also bin fast fertig da jetzt mit. Prize mit Söldner. Ziemlich am Schluss ist das. Ah, okay, cool, guck mal. Läuft auf jeden Fall bei dir. Richtig gut. Machen wir seit 2 Tagen die Mission. Achso, das habe ich gerade gelesen. Für den E-Sport bereit, wegen dem verbuchten Pickup von dir gerade. Aber doch mehrere Hersteller, wie zum Beispiel EA mit Battlefield 42 gesagt. Das Ergebnis kennen wir ja. Oder zum Meme. Achso, das meinst du. Ja, sauber. Die Söldner wurden ja verschlechtert. Ja, die wurden verschlechtert, auf jeden Fall. Also Zone 1. Ja, also... Ich weiß nicht, ob die trotzdem leichter sind, obwohl... Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, so. Wie sind die denn hier reingefahren? Ja, euch ziehe ich erstmal so mit. Und dann... Ja, kann sein, dass ich hier in die nächste Runde rein muss, die Aufgabe machen muss nochmal. Das ist natürlich Müll. Das ist so richtig Müll. Ich finde, die könnten so ein bisschen die Steuerung von den Karren auch verbessern. Oder vielleicht auch das Tempo so etwas anziehen. Guck, guck, du kleine Schlampe. Ey, Sammy. Ey, Junge, Sammy. Ein Hoch auf meinen guten Kameraden auf dem Schlachtfeld. Die Helmmaschine von Newton, mein Mann mit dem längsten Bart. LW forever. Danke, Sammy. Sauber, geiler Typ, ey. Heftig. Ey, Maschine. Ja, hör auf, ey. Nicht, dass die Leute wieder denken, dass ich hacke. Wenn ich deine Drops über die letzten Tage sehe, hab die letzte Camo und hab nicht mehr einmal den Raygun-Farm bekommen. Ja, keine Ahnung, was soll ich sagen, ey. Also, ich hab irgendwie Glück hier im Spiel. Was Loot und Drops und sowas angeht. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Sagen Sie mir doch bitte, ob Sie dort FSB finden. Einen wunderschönen guten Abend, Ray the Fox, Phoenix. Und Sammy, du warst nicht in der bärtigen Truppe, aber jetzt bist du in der bärtigen Truppe. Herzlich willkommen, danke für die Mitgliedschaft, Sammy. So, dann gucken wir mal. Die Kugel, die wird aber weg sein. Tief. Oder warte mal. Warte mal. Ist das die Dose gewesen? Weil ich bin jetzt gerade von Rezept. Ist ja kein... Ich glaube, ich habe gerade Kacke gemacht. Ich habe gerade, glaube ich, richtig Kacke gemacht. Scheiße. Ich hätte damit, ich glaube, ich hätte jetzt damit exfiltrieren müssen, ne? Habe ich mich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen, vertan. Ich war nochmal darunter. Ich mache die Mission nochmal. Ich glaube, ich habe mich jetzt vertan. Ich hätte, glaube ich... Aber... Todeswahrnehmungsrezept. Ist damit die Dose... Ja, aber ist aber die Dose. Die Dose ist damit gemeint, ne? Oder ist damit der Bauplan gemeint? Also die Schemata. Nicht, ne? Ja, Rezept. Vertue ich mich da jetzt gerade? Rezept. Ist Rezept Schemata? Name Dobson. Ja, genau, der Bauplan. Ja, ja, okay, nee, dann habe ich ja alles richtig gemacht, ja. Aber wisst ihr was? Nee, da mache ich das nicht. Ich glaube, dann kommt das nicht raus. Ich glaube, das ist einfach verpackt jetzt. Bauplan. Justin, okay. Ja. Ja, gut, dann war doch alles richtig. Das hat mich jetzt gerade irgendwie verunsichert. Weil eigentlich ist es so, dass
wenn ihr aus der Missionskugel das nicht rausnehmt und ihr die nächste Mission macht, ist es eigentlich drin. Kann aber auch sein, dass es jetzt daran lag, dass ich das letzte Mal exfiltriert bin und dann die Aufgaben nochmal gemacht habe. Egal, nicht schlimm. Gleich nochmal reingehen. Ganz zügig fertig machen und wieder exfiltrieren. Treibstoff kommen wir noch dahin. Ja. Ich sehe die Sturmfront. Sieht irgendwie schön aus. Und gruselig. In der Basis sind alle sicher. Einsatzteam, Sie sind es, die hier in Gefahr sind. Okay. Well. Geht's wieder los. Oh, die Waffe, die verzieht aber, ne? Aber also Laser ist wirklich nur Nahdistanz, ne? Nichts anderes. Ich gehe aber nächste Runde wieder, glaube ich, mit dem Sturmgewehr rein. Die Waffe, die ist gut. Auf jeden Fall. Gerade dann, wenn richtig viele Zombies kommen, ist die Waffe super. Auch in Zone 3 wird die top sein. Ich spiele so gerne Sturmgewehr. Weil ich brauch Aiming so. Da bin ich besser. Das ist nicht so mein Ding. Zurückbleiben, ich gehe runter. Der Heli wartet am Exfiltrationspunkt. Let's go. Schwingt eure Ärsche her. Schade. Komplettes Team an Bord. Wir hauen ab. Schade, schade. Erfolgreich. Willkommen zurück. Akimbo, ja, kann sein, dass ich die jetzt auch Akimbo nehmen kann, mitnehmen kann. Ich schau mal nach. Mal gucken. Ich glaube, das zählt nicht. Also auch wenn ich jetzt... Ich habe ja den Bauplan nicht mit rausgenommen. Genau, das dachte ich mir nämlich schon. Ist aber so kein Thema. FR Avenger. FR Avenger? Ja, mit einem großen Magazin vielleicht sogar. Kommen wir die mal weg. Also ich, wie gesagt, MCB ist momentan oder Armbrust so meine Favorite-Waffe tatsächlich. DG-58 finde ich auch geil, aber jetzt Big Show, FR Avenger. Erstmal muss ich mal kurz gucken, ob ich die Waffe. Ab wann kann man die denn Akimbo. Was? Digga, Akimbo ist doch hier unter Griff, oder nicht? Da bin ich blöd. Hä? Bin ich blöd? Ah, hier unten bin ich blöd. Umbau-Kit. Ist das dann hier mit drauf? Stufe 27, kann das sein? Ja. Ist das nicht bei MW2 immer unter Griff gewesen? Akimbo? Ich meine schon, ne? Naja. Sturmgewehr. Sturmgewehr FR Avenger hört sich natürlich richtig gut an. Mitnehme. DMZ-Bonus. Nimm ich die mal mit. Warte mal, was habe ich denn? Waffenschmied? Magazin. Eigentlich müsste er tatsächlich ein 60-Schuss-Magazin drauf. Und was kann dann ab? Ja, Mündung kann ab. Visier lasse ich mal dran. Ja. So spiele ich die. Tarnung. Was haben wir denn noch so? Alle Tarnungen. Ich mag ja die hier vom Rangliste noch, aber. Nee, es hat nichts. Warte mal, was war das denn? Fett. Ah. Okay. Gut. Dann nehme ich die Waffe mal mit. Da ich exfiltrieren muss, sowieso, reicht es. Ether-Werkzeug. Packerband Stufe 1 reicht erstmal. Und Dosen habe ich nicht.
Das reicht erstmal. Damit gehe ich rein. Stufe 2 könnte ich herstellen. Mache ich aber für die nächste Runde, wenn dann. Hier kann ich auch noch herstellen. Nehme ich einfach mal mit. Ach, nee. Das brauche ich nicht. Splitter-Explosion noch mit. Ja. Okay. Was wäre denn danach die Mission? Entzünde 50 Zombies, Napalm, okay. Ätherschleier, okay. Tesla-Sturm, okay. Ist ja easy. Pickup-Bahn Stufe 3. Ja, wohl, das ist was für mich. Cool, freue ich mich schon drauf. Inventar ist aber nicht korrekt. Täuschgranate, Molotow. Let's do this. Ambrose ist die stärkste. Ja, Ambrose ist super stark. Super stark. Ich hätte ja Pack-a-Punch Stufe 3 mit legendärem Ätherwerkzeug. Das ist sagenhaft, die Waffe. Das ist heftig. Ja, Dragon. Oh, warte mal. Ja. Ich mach das erstmal jetzt. Dragon, wenn du gleich mitzocken willst, dann kannst du gerne mitzocken. Müsstest du gleich mal dann schon mal auf Discord kommen. Schon mal oben in den Live-Channel. Damit ich Bescheid weiß, dass du auch startklar bist. Und dann kannst du auch ruhig ja natürlich schon in die Party joinen, wenn du magst. Kuma, nee, aktuell gehe ich nicht auf Tarnung. Wollte ich jetzt demnächst machen. Ich wollte jetzt erstmal gucken, dass ich die Story-Mission jetzt schnell durchbekomme. Ich möchte heute so viel wie möglich machen und morgen noch die Zeit nutzen. Und sobald ich dann Akt 3 abgeschlossen habe, fokussiere ich mich dann auf die Tarnungen auch. Ja, ich komme bei Akt 1 weiter. Ist so gut, dass du weiterkommst. Oder nicht? Beginnt Eindämmungsoperation in 5. So. Ich meinte nicht weiter. Okay, wo kommst du denn nicht weiter? Und Punch einmal Nahkampfhit an dem Punch-Ding machen, dann bleibt die Tarnung wie gehabt. Ja gut, na, wenn man da den Punch da nutzt, ne? Ja. Darf man natürlich keinen Kristall nutzen dafür. Da war das ganz gut. Das sag ich ihm. Ohne Punch puncht, ist die Tarnung weg. Wenn man ohne Punch puncht, ist die Tarnung weg. Okay. Das ist kacke. Ich muss jetzt gleich wieder exfiltrieren, so gesehen, ne? Mach ich aber sowieso, damit Dragon nicht so lange warten muss. Damit wir gleich direkt in die nächste Runde zünden können. Geschäft. Ja, natürlich sind da auch Söldner. Natürlich sind da auch ein scheiß Söldnerlager. Barrera glaubt, dass er uns einen Vorteil verschaffen kann.
Meine Ausrüstung ist erstaunlich vielseitig. Wenn wir die Tiefe der Refraktoren-Pings anpassen, finden wir heraus, wo sich die Söldner in der EZ aufhalten. Das könnte Dobbs Job überflüssig machen. Oh Mann! Wie gut stehen die Chancen, dass er diesen Kanal nicht abhört? Ja, mit so wenig Perks ist das ein bisschen blöd. Starten. Alles ein bisschen blöd. Was ist das hier? Tempo, ne? Oh, Tempo-Cola brauche ich. Das ist aber wahrscheinlich 2000. Egal. Okay, aufgewacht, kleiner Kumpel. Zeit, deine Freunde zu finden. Ja, also, es läuft. Achtung, Söldner nähern sich ihrer Position und sie meinen sehr. Also mit der Waffe werde ich, glaube ich, hier tatsächlich besser zurechtkommen mit der FR. Ich habe immer noch ein Selfie. Ich glaube, mit einem größeren Mech wäre die FR-Wenser. Ne, habe ich ja drinnen, ne? Große, ja, habe ich drinnen. Okay. Schade. Aber vielleicht auf Stufe 2. Stufe 2 ist ja jetzt gerade nur Pickup an Stufe 1. Stimmt. Ganz vergessen. Mit. Ein bisschen mit Ausrüstung arbeiten. Genau. Das ist auch ein Megasturm. Weiß mal wenigstens, dass die jetzt reinkommen. Und 30 Sekunden nur noch. Ganz entspannt. Aha. Das ist ein anderer Spieler. Ja gut, der lenkt die auch nochmal ab. Das ist sehr schön. So. Leute, ich kann es nicht öffnen. Es ist verbuggt. Es ist verbuggt. Die Mission, die ist verbuggt. Ich kann es nicht machen. Wie schräger, brillanter kleiner Mann. Wenn das funktioniert, verspreche ich Ihnen grünes Licht für... Deadbolt-Kommando, vielleicht lese ich das falsch, aber da gibt's jetzt schon eine Menge Söldneraktivität. Okay, Schluss mit lustig, Leute. Exfiltrieren, sofort. Wir stellen uns Warum? Dieser Gefahr direkt. Hatte das einer von euch diesen Bug? Wie kann ich das denn noch? Also ich kann das nicht öffnen. Geht nicht.
Also, hard stuck jetzt hier, oder was? Das ist nur die eine Mission. Spiel neu starten. Ja, ist so die letzte, einzige Option so, ne? Was man machen kann. Andere Taste zuweisen. Ja, aber ich kann ja andere Sachen halt aufheben, so. Wisst ihr, was ich meine? Keine Ahnung, was kann man denn machen? U-Schumpfe geben. Ne. Das, ne. Ist das Spiel. Das ist das Spiel. Gut, ich gehe mal zum Exfil. Ich werde das Game einfach mal neu starten. Mal gucken. Vielleicht geht's dann. Vielleicht geht es dann. Ingo, willkommen bei der Betting Crew. Danke für deine Unterstützung, für die Mitgliedschaft. Und nochmals herzlichst willkommen. Drohne kaputt machen. Das ist auch eine Option. Fatih, rub ich aus. Gucke ich einfach aus. Einfach mal so, wer weiß. Das Game ist, ne? Man weiß es nicht. Könnte ja schon so ein Störfaktor sein, aber die Drohne, die ist, glaube ich, schon kaputt, ne? Nee, die Drohne ist noch da. Da. Einfach mal ausbilden. Möglich. Ist ja alles möglich. Nee. Geht nicht. Schade. Das Einzige, was ich noch machen könnte, ist Waffenversteck einfach mal aktivieren. Vielleicht ist das hier in der Nähe. Ja. Es gibt Hinweise auf einen Waffenvorrat in ihrer Nähe. Schlage vor, dass sie ihn beschlagnahmen. Als ob man einem Kind Süßigkeiten wegnimmt. Ja, ich mache diesen Auftrag noch und dann gehe ich mal raus und starte einfach mal das Game neu. Aufgepasst, Deadbolt. Torkler nähern sich eurer Position. Ich bin ja in Zone 1, ne? Tja, dürfen ja auch nicht viele von mir kommen. Hey, danke für dein Abo. Moin Steven, grüß dich. Ja, bei mir ist alles gut, und bei dir? Krieg mich nur ein bisschen auf, dass das hier so verpackt ist. Ich werde nämlich schon viel weiter. Was ich jetzt gleich für Items bekomme hier in Zone 1. Ich habe schon ewig nicht mehr in Zone 1 Aufträge so generell gemacht. Also ich bin wirklich momentan nur eigentlich Zone 3 überwiegend. Aber inzwischen sind wirklich sehr, sehr viele Leute in Zone 3. Gut, jetzt ist da einer unterwegs. Aber ansonsten, die letzten Runden habe ich gesehen, dass viele, viele Leute inzwischen in Zone 3 auch looten gehen. Weshalb man da keine Aufträge mehr bekommt, ey. Terminus hat sicher ein paar nette Sachen hier gelassen. Gehören jetzt euch. Ich probiere es einfach nochmal. Zwar in Zone 2 jetzt. Was ist hier in Zone 1 noch? Ja, da oben halt, ne? Habe ich ein Auto hier? Habe ich. Da ist ein Auto. Da ist der Auftrag. Ja, komm, ich fahre da eben hoch. Ich probiere es halt nochmal aus. Dann ist es halt so. Aber es kann ja nicht sein. Also,
Weil wir müssen ja alle, die jetzt mit Akt 3 beginnen, mit der ersten Mission, die müssen ja alle den Bug haben. So gesehen. Ja. Ja, gut, Loot besser in Zone 3 würde ich noch nicht mal, kann ich noch nicht mal so wirklich unterschreiben. Also ja, für legendäre Items habe ich auch sehr oft da gefunden, das stimmt wohl. Aber auch in Zone 2. Also, weiß ich nicht, mal habe ich das so, dass in Zone 2, dass ich da ultra viel Loot bekomme. Und mal ist es wiederum andersrum, dass ich in Zone 3 dann halt Loot bekomme und in Zone 2 eben nicht mehr, ne? So, Leute, ich habe mir übrigens ein Ziel gesetzt. Also wäre richtig geil, wenn ihr so generell meinen Kanal teilen könntet, weiterempfehlen könntet, denn wir haben jetzt, ich habe jetzt aktuell 4.855 Abonnenten. Mein Ziel ist in diesem Monat noch, das sind noch ein paar Tage, die 5.000 voll zu bekommen. Das wäre so geil, Leute. Und dann im Dezember noch einmal richtig krass auf die 6 hoch und ich würde mal sagen, damit kann man das hier auf jeden Fall erfolgreich abschließen, ey. Danke an euch alle. So. Ja. Wie gesagt, eigentlich müsste ich hier jetzt... Ich werde das nicht rausbekommen, glaube ich. Ich glaube, ich mache das jetzt gleich wieder umsonst, aber ich muss es ausprobieren. Da war kein Bug. Okay, ja, dann muss das Spiel eventuell neu starten. Oder... Oder habe ich den Bauplan schon? Und ist es vielleicht deswegen so? Was ist das für eine Todeswahrnehmung? Ich überwache die unterirdische Aktivität in der SS. Es gibt so viel, dass wir von hier oben aus nicht sehen. Todeswahrnehmung, weiß ich gar nicht. Und tschüss. Danke dir, Steven. Lief diese Woche bugfrei bei mir. Ich habe Akt 3 seit Freitag. Ja. Ja, macht mir jetzt gerade Hoffnung mit, ey. Scheiße. Ja, dann muss ich das Game nachher neu starten. Ist ja kein Thema. Ich versuch's jetzt noch einmal. Vielleicht kriege ich es ja trotzdem irgendwie mit raus. Und wenn ich das nicht bekomme, heißt es für mich Exfil. Und Game neu starten und nochmal reingehen. Moin Andreas. Danny, wie man Mitglied werden kann. In der Beschreibung findest du ein bisschen weiter unten Post, hier könnt ihr mich unterstützen und da ist ein Link für die Mitgliedschaften. Kannst auch einfach auf meinen Kanal gehen, Mitglied werden. Ich glaube, im Stream wird es aber auch unten angezeigt. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Na gut. Oh, das ist wieder so offen, ne? Aber in Zone 1. Da bin ich mal gespannt. Eigentlich. Versucht eine Verbindung aufzubauen. Ja. Wir haben eine Verbindung. Muss ich nur hier warten. Es nähern sich Söldner. Dass sie kommen und dass ich die Söldner abschießen kann. Keine halben Sachen. Genau so. So ein bisschen so campermäßig. Und heute mal moin, Phenom. Hund habe ich schon geholt, schon einmal. Aber ja, können wir ja nochmal machen. Also Hund ist schon ganz gut. Ne? Ich war also von dem Hund sehr begeistert. Gerade das mit dem Reviven. Finde ich top. Junge, er kommt da kamikaze-mäßig von hinten an. War aber knapp. Am besten, ja. Natürlich. Der will sich nicht so zeigen. Okay, wie lange noch? Ach, die Zeit ist wieder verbuggt. Aus Zone 3 natürlich. Ja klar, aus Zone 3.
Brauchen wir in der nächsten Runde nur 4 Fleischstücke. Ich habe mein Auto ausgehört. Terminus ist noch nicht fertig mit euch. Boah, das dauert aber, ey. Doch, Steven, ich mach noch DMZ. Also ich halte mich daran, was ich gesagt habe, Mittwochs DMZ. Da will ich mich dran halten. Das wäre ja kacke, wenn ich sage, yo, ich mach DMZ Mittwochs und mache es dann irgendwie im Endeffekt nicht. Kann sein, aber dass ich das dann tatsächlich, je nachdem wie die Runden sind, aber Mittwochs werde ich das so machen, wird auch so ein bisschen... Community-mäßig ablaufen, sprich, ich gehe nicht solo rein, ich gehe mit euch rein. Also wer dann Bock hat, DMZ zu zocken, der kann sich dann einfach gerne anschließen. Und ja, ich glaube, alleine, ich krieg da einfach die Krise. Nee, also, gut. Ich bekomme nicht das, was ich benötige. Warum sehe ich meinen Ping wieder nicht? Ich. Boah, Kanji, danke für dein Abo. Wie besorgst du dir am besten Fleisch? Da fragst du was, ey. Höllenhunde. Ich sammle das einfach. Also, ich hoffe immer, dass es gedroppt wird. Sagen wir es mal so. Ja, das sind so... Höllenhund ist eine gute Sache, ja. Aber ich persönlich zum Beispiel müsste wissen, bevor ich anfange da, wie blöd, die Fleischstücke zu suchen. Es kann mal schnell gehen, es kann aber auch mal dauern. Ich laufe lieber ohne rum. Sagen wir mal so. Das Ding spuckt manchmal auch gerne. Ey, wohin will er denn? Ah, wollte ich schon sagen. Nichts Relevantes dabei, sagen wir es mal so. Alles gut, Ding. Komm mal, danke. Die Mühe. Lande! Oh, schaffe ich das wohl? Ja, komm mal runter. Aber ich schaffe es nicht. Nee, ich schaffe ihn nicht. Scheiße. Ist hier einer in der Nähe? Kommt an Bord, Einsatzteam, und gebt mir Deckung. Hä? C3. So, mal gucken. Jetzt schauen wir mal, ob die Jungs da unten reagieren. Er ist kacke ohne Selfie. Ist so. Und jetzt habe ich eine Pack-a-Punch Stufe 1. Ich habe entgegen meiner Routine gespielt. Das kommt dabei rum. Egal. Nee. Das kann sich klingen. Bevor ich hier 10 Jahre warte, ich muss sowieso das Game neu starten. Passt. Starte ich eben das Game neu. Na, und Carsten.
So, dann. Erstmal ein Holy Gun. Leute, Holy. Richtig geil. Übrigens, wer sich Holy gönnen möchte und gerne Energies trinkt, kann ich euch sagen, ich habe super gerne Red Bull und sowas getrunken, Effekt, alles Mögliche. Seitdem aber Holy auf mich zugekommen ist und die gesagt haben, ey, probier mal. Und ich habe gesagt, yo, schick mal was. Und die mir was zugesendet haben, bin ich drauf voll hängen geblieben. Die haben nicht nur Energies, die haben auch Eistee. Das schmeckt super geil. Kein Zucker, keine Zusatzstoffe wie Taurin oder sowas. Wie geiler. Also, könnt mal gerne in der Beschreibung mal gucken, Holy. Ne, und wenn ihr euch entscheiden solltet, euch ein bisschen was zu gönnen, ne, Probierpaket kann ich erstmal empfehlen. Kauft euch nicht erstmal sofort irgendwas, ne, eine große Menge. Probierpaket, Longbeard als Rabattcode und erstmal probieren und euch selber überzeugen. Wie gesagt, ich bin selber immer sehr skeptisch, weshalb ich denen auch gesagt habe, die sollen mir bitte erst was zuschicken. Und ich bin halt nicht so der Typ, der irgendwie Scheiße empfiehlt. Und sonst würde ich das auch nicht jeden Tag mehrmals saufen. Kommt auch noch dazu. Okay. Das dazu. Kurz Werbung für Holy. Dangerous. 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 So. Da ist er. Jo. Servus. Moin. Wo ist denn der Browser? Da ist der Browser. Ja, genau, Benz. Das machen wir jetzt. Also ich gehe jetzt mit Dragon rein. Ja. Ich glaube, du spielst MWZ im Third Person? Oh, nee, kann ich gar nicht. Absolut nicht. Absolut nicht mein Ding. Was nehme ich denn jetzt für eine Waffe ein, ey? Nehme die Holger mit rein. Jetzt habe ich natürlich, ja, mein großer Rucksack ist alles weg. Also muss ich wieder alles looten. Komm, ich fange einfach mal wieder bei Null an. Ich war jetzt die ganze Zeit so verwöhnt. Mit den ganzen Items. So. Ich bin ready. Ja, ich bin mal gespannt, ob das jetzt weg ist mit dem Bug. Schauen. Hoffen wir es mal. Ja, ich hoffe es. Eigentlich müsstest du, glaube ich, sogar den gleichen Loot eventuell mit rausbekommen, ne? Steht ja manchmal so die Chance. Das ist immer so bei den Bauplänen. Mhm. Ich weiß halt nur nicht, wie es bei den Aufträgen dann aussieht. Also wenn das jetzt gleich verbuggt ist, ne, dann weiß ich echt nicht, was ich machen soll. Also da muss ich, glaube ich, Activision anschreiben. Geht ja gar nicht. Genau, jeder bekommt teilweise den gleichen Loot, ja. Die Frage, ja, also klar, aber ich glaube, bei Aufträgen ist das nochmal was anderes. Wenn man zusammen einen Auftrag macht, der jetzt mit der Mission, mit der Story-Mission nichts zu tun hat, da ist das, meine ich, was anderes. Aber wenn man so einen Auftrag macht, regulär, dann ja. Jetzt mit Hund. Ja, wir gucken, dass wir einen Hund organisieren. Kriegen wir irgendwie hin. Ich muss aber erstmal looten. Das ist das jetzt gerade auch wieder wichtig. Ich habe zwar ETA-Werkzeug legendäres, ne? Ich habe die Raygun und sowas. Die sollte ich vielleicht auch mal nutzen, einfach mal in der nächsten Runde. Die braucht ja auch gar nicht gepuncht werden oder sowas. Meine Bitter, ja. Die ist jetzt nicht so krass, die Raygun, aber schon besser, als wenn man mit einer ganz normalen Waffe hier einsteigt, so wie ich jetzt gerade. Mit blauem ETA-Werkzeug. Hier. Okay. Und da haben wir Quad. Perfekt.
Jo, Chapo. Bis später, hau rein. Siehst du den Pinken oder soll ich fahren? Ne, ich hin. Okay. Valero. Da hatte ich mal eine Lobby mit Longbeard und dann wartest du nicht, dass ich dich retten komme. War schon auf dem Weg. Nein! Ehrlich? Hör auf! Erzähl nicht! Kacke. Wisst ihr was? Ich werde ab sofort immer in Ingame schreiben. Ich schreibe einfach immer sofort zu Spielbeginn Moin rein. Mach ich ab sofort jetzt. Und dann gucken wir mal, ob ich mit irgendeinem, ob wir irgendwie zusammen in der Lobby sind. Pia hat seit gestern das Problem, dass nach dem Exfiltrieren mein Loot nicht mehr da ist. Sprich Perks und Co. Pia, wie sieht dein Lager aus? Hast du dein Lager auch selbstständig erweitert? So 20 plus? Ja, sorry, ey. Ja, war's auf dem Weg. Hattest du auch was im Chat geschrieben oder war ich da schon rausgegangen, ey? Kacke. Ja, mein Gott, passiert. Aber das nächste Mal weiß ich Bescheid, dass ich da geduldiger sein muss. Und wie gesagt, ich schreibe jetzt nur in den Chat immer Moin rein. Und dann, ja, wissen wir, ob wir in einer Lobby sind. Ja, genau, Pierre. Also übervolles Lager 2410. Das ist auch der Grund, warum du deine Items verlierst. Dein Lager darf, da dürfen maximal 20 Dinge drin sein. Maximal. Alles, was drüber hinaus ist und das, was du mit rausnimmst, das geht weg. Also ich würde dir empfehlen, lass so 15 Sachen drin. Dann funktioniert das auch, dann behältst du auch dein Loot. Haka, danke für dein Abo. Shoots, ebenfalls. Vielen, vielen Dank. Es wurde geleakt, dass wie in dem Set eine Wallet-Funktion kommt. Genau, Seppel. Hatte ich zu Beginn auch angesprochen. Finde ich ganz cool, dass das kommt. Finde ich ganz gut. Kapo, Elong hat gerade erst zugeschaltet, da ich selbst am Suchten war. Wenn ich Fletcher oder Sakaev wäre, hätte zwei ich Freunde das haben das Problem mit Akt 2 mit dem Tablet. Es stoppt, es wird aufgenommen, aber es zählt nicht. Der Schlag wird nicht lange auf sich warten lassen. Barrera glaubt, dass er uns ja, das ist komisch, dass das nicht zählt, ne? Boah, also das Problem hatte ich nicht, ey. Das ist auch neu. Das ist jetzt so wie mein Bug, den ich jetzt aktuell habe. Wie du dann ja das Lager erweiterst, du musst deine Sachen, die du im Inventar hast, da gehst du auf Tauschen. Und dann tauschst du diesen Gegenstand mit einem Gegenstand aus der von deinen Belohnungen. Und deine Belohnungen, die kannst du dann einfach zurück in dein Inventar packen. Und das andere sollte dann in einem Lager drin sein. Also du gehst auf Tauschen, tauschst es gegen eine Belohnung aus und packst es wieder zurück und fertig. Okay, aufgewacht, kleiner Kumpel. Zeit, deine Freunde zu. Kein Thema, Pia. Ja. Wir gerade am Neu installieren. Nee, nee, also daran liegt's nicht. Das ist tatsächlich, wenn man zu viele im Lager drin hat. Hat die auch. Ja, ja, André, nicht immer. Also ich habe die ganze Zeit, also Soko zum Beispiel, der hat auch 20. Bei ihm geht's, sobald es über 20 ist, geht's weg. Und bei mir ist das so zwischen 15 und 20. Jo, kein Thema dann, ja. Aber den Bug habe ich auch gehabt bei normalen Aufträgen, dass ich nicht darauf zugreifen konnte, wie bei dir. Ich denke, das ist nicht missionabhängig. Okay. Ja, das bricht schon mal. Lara, das mit dem Tablet hatte ich heute auch mehrfach, da es nicht zählt. PC-Konsole neu starten. Ah, das ist schon blöd, ne? Dass die so funktioniert. Ärgerlich. Weil das hemmt ein Jahr, ne? Und man hat ja nicht, was weiß ich, wie lange Zeit dann zum Zocken so. Wenn man immer wieder irgendwas neu starten muss oder. Sammeln und nachladen. Das da kommen weitere Feinde. Mein Lager ist bei 14 und 90% der Sachen, die ich mit rausnehme, sind weg. Ah, ja, okay, gut. Das ist
Ich denke mal, das ist auch individuell. Ich glaube, das kann man nicht pauschal sagen. Ich würde sagen, wir einigen uns einfach drauf zwischen 15 und 20. Im besten Fall natürlich 10 und dann den Rest halt, ne? Wie lange ich streame? Ich streame meistens immer so, ja, so 4 Stündchen. Also, ne, je nachdem, würde ich jetzt nicht arbeiten gehen, würde ich dann länger streamen, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich halt morgen auch noch Termine habe und sowas, kann ich heute leider auch nur, ja, wie sonst auch, bis Mitternacht, ne? Circa. Genau. 4-mal neu gestartet, Lara. Ach du Scheiße. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Seitdem ich über 20 im Lager bin, ist das aufgetreten. Ja, dann ist es bei dir auch so wie bei mir halt, ne? Wenn es jetzt nicht geht, dann mal die Augen weiter. Ab 12 Sachen im Lager. Du bist hier die besten Sachen immer noch mal runter. Echt? Ja, ich hab das Problem zum Glück nicht, wie gesagt, ey. Also ich kann zugreifen. Du kannst zugreifen. Ich jetzt auch. Aber von mir war auch kein Dings mehr. Ich hab's. Okay, jetzt können wir. Ja. Redbull-Kommando, vielleicht weiter, lese ich weiter das machen. Falsch, aber da gibt's jetzt schon eine Menge Söldneraktivität. Okay, Schluss mit lustig, Leute. Komm mal, Harz, exfiltrieren jetzt. Sofort. Wir stellen uns dieser aber. Gefahr direkt. Hakan, Abend zusammen. Namen Hakan erstmal. Wenn ich jetzt einen Bauplan gefunden und gebaut habe, kann ich die Waffe verlieren oder ist sie dann auch mal... Ne, die verlierst du. Also wenn du jetzt zum Beispiel Raygun, kann das ja nur sein, Raygun oder Wunderwaffe, ne? Wenn du die wieder rausnimmst, ist die Waffe weg und du musst 48 Stunden warten. Aber die Akte an sich auch was mit den Belohnungen zu tun. Ich bekomme einfach keine neuen Rezepte mehr, nur noch dasselbe, egal welche Zone. Kann auch sein, Pierre, dass du alle Baupläne gefunden hast, die man so durch Aufträge finden kann. Und den Rest findest du nur durch die Story-Mission. Das ist so jetzt meine Theorie. Jo, danke, Benz. Benz, ich sehe, du Schalker. Kommst du auch aus Gelsenkirchen an die Ecke, oder was? Oh, wie, oh, wa. Ist das komisch, mit so einer Waffe jetzt hier rumzuschießen, ey. Pack-a-Band-Stufe. Ach, noch nicht mal, der Pack-a-Band-Stufe, gar nichts. KV, Achtung, Ironie, zum Glück kostet es nur bis zu 110 Euro und ist extrem fehlerhaft. Jetzt mal einer vor, es wird teuer sein. Dann ja, nee, ich bin du hier in der Story, aber trotzdem nicht alle. Ah, okay. Ich muss mal gleich gucken, was ich schon so alles habe. Als Schalker leidet man. Ja, ist einfach so. Hacker, Nila, Werkzeug, Grabstein, Raygun, Elementale, Rote Zone, alles andere in den anderen Zonen und Missionen. Ja. Okay, die Dosen, die nehme ich mit raus, denke ich mal. Die werde ich nicht sparen. Er klaut unser... Nee, doch, er klaut unser Auto! Das gibt's nicht. Das kann nur ein Pole gewesen sein. Schande. So, da weiter mit den Aufträgen. Was können wir denn noch so Schönes machen? Lieferauftrag. Lieferauftrag können wir aber in 2 easy machen. Du sitzt gerade in mir. So. Ja, bei mir stehst du wieder, also. Ja, sauber. Was? Er kann in den ersten 7 Minuten Legacy töten für die Visitenkarte? Muss man das solo machen? Das ist eine Herausforderung für mich, das hört sich gut an. Da habe ich Bock drauf. Yo, Allah, dann gute Nacht, danke, dass du da warst. Und ja, schlaf gut, ne?
schon mal hin. Guten Abend, Money Hunter. Grüß dich. Aber das mit 7 Minuten Legacy, das ist ja schon krank, oder? Also, ich bin ja alleine da rein marschiert. Und diese Garage auf. Also, solo ist das super eklig. Die ganzen Skins für die Fahrzeuge nicht, also sind die ausgerüstet, aber in-game ist das alles Standard. Ja, gute Frage, ey. Ich hab das noch gar nicht ausprobiert, was das denn geht. Ja, nein, ist nicht solo, muss man aber ganz oben links einsteigen. Wie meinst du das? Man braucht ja Söldnerlager, Söldnerfestung, alles neben Legacy. Ja klar, aber erst wenn du anfängst. Ach, in den ersten 7 Minuten vom Game. Ja, pass auf, Erkan, ich sag dir wie. Du brauchst gar kein Söldnerlager. Du gehst zum Shop, holst dir eine Festungskarte, nimmst die Festung ein. Aber ja, wie soll das denn gehen? Fletcher muss seine Teams wohl auf andere Weise bewaffnen. Ja, ist halt die Frage, ab wann das tatsächlich zählt, ne? Ja, guck mal, ey, mach das. Dann gute Nacht. Schön, dass du da warst. Hau rein. Stimmt, morgen ist Montag, ne? Direkt zum nächsten Mal aufpacken. Was soll denn ein Lager bitte machen? Na, für dich erstmal eine Dreierbeste holen, oder? Stimmt. Gute Idee. Ja. Ja, ich hätte jetzt einfach darauf gehofft, dass ich das irgendwann zufällig so finde. Hakan, oh, der fette Skin. Habibi, kann ich dir nicht sagen, ey. Ist auf MW2, ich kann dir auch gerade nicht sagen, wie der Skin so heißt. Was für ein Skin? Mein Kosmos-Skin hier. Ist der Velikan? Velikan, muss mal ein Velikan machen. Aber zum vernichtenden Schlag müssen wir seine Lieutenants ausschalten. Um an sie ranzukommen, müssen wir zuerst durch ihre Fälle. Ja, alleine ist es Herausforderung, auf jeden Fall hier. Ab dem man spawnt, du brauchst 2K für die Karte. Ja gut, du kannst theoretisch mit dem Grabstein die schon mal zurechtlegen. Ja, Problem ist halt, du musst erstmal hinfahren, wenn du scheiße spawnst. Ist halt die Frage, ne? Wie man das am besten macht in 7 Minuten, ey. Theoretisch eine Runde davor alles machen, in der Nähe von Lichtenstiegern sterben mit dem Grabstein und dann. Ja, aber blöd ist halt, wenn du dein Grabstein ganz unten auf der Map bist und du spawnst ganz oben. Alles sicher. Wir schlagen weiter gegen diese Bastarde. Aber der spawnt doch da, wo man gestorben ist, oder? Nee, eben nicht. Das ist halt. Bei mir ist er letztens da gespawnt, wo ich gestorben bin. Ja, das ist dann halt so Zufall, ne? Glück in diesem Fall. Also wir hatten das schon, dass wir am Arsch der Welt dann gespawnt sind. Naja, Glück würde ich nicht gerade sagen. Der war mitten in dritter Zone. Ja, oder genau, mit Grabstein in der Runde starten. Ja, klar. Ja, natürlich. Da Legacy direkt da sterben mit Grabstein. Am besten schon mit Legacy Fortress Karte und dann gib ihm. Natürlich. Ja. Geht ja nicht anders. Ich habe random eine WW gefunden und beim Schreiben steht, der Koffer wird verbraucht. Das ist nicht der Bauplan. Nee, Steve, das ist nicht der Bauplan. Das ist einfach nur eine Waffe, die du einmalig nutzen kannst. Du kannst den Koffer mit rausnehmen, in der nächsten Runde mit reinnehmen. Ne? Du kannst es lagern, aber nur einmalig gebrauchen. Ja. Ey, Leute, das ist eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich machen. Jetzt demnächst mit der Festung. Das hört sich richtig geil an. Unter 7 Minuten. Auf jeden Fall. Also, morgige Aufgabe hast du schon. Wie bitte? Das ist ein Lager morgige von Aufgabe hast du schon. Ich wette, die sitzen auf einem netten Haufen Ausrüstung. Meinst du die von der Story-Mission das? Hinter dir! Oder was meinst du? Schönes Stream.
Ach so, ja. Ja, ich mach das hier mit kleineren Waffenlieferungen. Das ist ja, dann B, danke für den Follow. Ja, genau, also, ja, du sagst gerade was. Also, wenn man die Portale kennt und versteht, dann kann man ultra schnell in Zone 3 auf dem Turm da landen. Man kann, wenn man ganz oben spawnt, ganz schnell wieder nach unten und. Dazu werde ich aber, denke ich mal, auch nochmal ein Video machen, wie man solche Portale nutzt. Ich denke mal, für den einen oder anderen von euch, der auch keinen Bock hat, jetzt, was weiß ich, wie weit zu laufen, wird es auch sehr interessant sein. Weil wir haben uns damit mal so ein bisschen auseinandergesetzt. Ja. Mal interessant werden. Hat jemand eine Abholung bestellt? Warte abflugbereit am Treffpunkt. Ah, Football ist heute, Leute, ne? Chiefs gegen Raiders spielen jetzt gerade. Was kann ich für Fletcher und mehr Spielzeug heute ja auch spielen. Hat Spaß gemacht, geben Sie es zu. Ich krieg gerade auch nur Müll raus, muss ich sagen. Auf zur Festung. Ja, also genau, Pia. Also man muss sich das abfotografieren und man muss es auswendig lernen. Ist einfach so. Weil ansonsten steht man da vorne, dann muss man sich halt immer auf ein Handy oder wie auch immer, ne, sich das ein bisschen anschauen. Ich muss mal eben punchen. Danke, Phenom. Eine gute Idee. Das ist auf Stufe 1. Zwei reicht ja noch nicht aus. Ein. Hab ich die Karte? Ja, ich habe die mitgenommen. Okay. Moin Maximilian, grüß dich. Eine Internetseite hast du gefunden? Sag an. Fletcher hat eine Festung in der Nähe ausstaffiert. Welche Seite ist es? Feindbewegung im Einsatzgebiet. Den Vault Rue. Sie wissen, dass sie hier sind. Da wo die ganzen Dingsbums drin sind. Der ganze Loot, meinst du? Easter Egg? Hier? Okay, jetzt brauchen wir noch 2000 Zombies. Ja, klar. In der Festung war ich tatsächlich noch nie drin. Festung abgeriegelt. Öffnen Sie schleunigst den Safe. Wo ist denn der Safe? Ah. Ja, genau, mit dem Fake. Nee, hab ich nicht gemacht, Pia. Nee. Offenbar hat Fletcher seine Reaktionszeit verbessert. Da steht das mit den Portalen Eingängen und Ausgängen. Ja, ich habe auch tatsächlich eine Seite gefunden, wo er steht. Aber ich mache das nur noch mal für euch im Video.
so zusammengefasst. Dann müsst ihr da nicht auf der Seite wie blöd suchen oder wie auch immer. Ich erkläre es dann nochmal. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Da kommt jetzt einer hochgerannt zu dir. Kein Thema, Maximilian. Ja, die Weste Benz. Ja, natürlich nehme ich die Weste Benz. Ja, ist aber Lot nochmal. Ja, sehr. Erstmal müssen wir den Safe aufknacken. Aber der Safe. Ach, der. Ich war zu weit weg. Gar nicht gebohrt. Ich bleib mal hier. Sonst ist es in den Hochhäusern ist es so, da kann man sich frei bewegen. Der Safe bohrt trotzdem auf. Aber hier ist die Fläche halt zu groß wahrscheinlich. Kommt nichts mehr, oder was? Hab schon alles. Ja, irgendwie schon, ne? Also. Und sonst so, Leute, wer muss von euch morgen arbeiten? Ich hab frei, aber ich hab einen Termin. Muss früh raus, ey. Da hat man mal einen freien Tag und ja. So. Großer Rucksack war auch drin. Cool. Jeder Terminus-Commander, den wir erledigen, ist ein Sieg. Aber Legacy, sehr, das sehr würde geil. Mir die ganze Woche versüßen. Ja, genau. Durch. Valero, du hast frei. Ja, sauber. Irgendwo aufstehen, Alter. Arbeit, ja. Geh mal. Ah, du hast eine Woche Urlaub, sauber. Ey, bin überlegen, also ich muss mich nochmal abklären. Ich möchte nämlich, wenn Season 1 startet, ne, ist 7. Dezember, ich möchte danach die Woche Urlaub haben. Mal gucken, ob ich das so spontan bekomme. Danny, ein bisschen, bist selbstständig. Sauber. Ja, selbstständig sein ist am besten, ne? Ist einfach Fakt. Gott, ja, schon mal. Du hast Winterpause? Was? Wie? Winterpause. Paul, danke für dein Abo. Tobi, nee, ich war noch nie in der Schweiz, aber ich würde sehr gerne dahin. Also wir haben sogar überlegt, dort auszuwandern in die Schweiz. Ist natürlich auch ein super schönes Land, ne, die Schweiz. Ja, grüezi. Ja, Christoph, können wir machen. Wie gesagt, also ich mache jetzt bald Community Play, jetzt im Dezember. 24-Stunden-Stream und dann machen wir das. Und wie gesagt, ne, beispielsweise Dangerous. Dangerous hat die Elite-Mitgliedschaft. Ja. Wie gesagt, Elite-Mitgliedschaft heißt auch gleichzeitig, könnt mit im Stream mitspielen. Aus dem Weg fahren, der will. Ja. Tier 1. Sauber, Nadine, auch noch auf Urlaub. Diese Woche krank. Handgeprellt. Oh, Junge. Kuchi Chesli. Was ist das? Tobi. Welche Sprache ist das? Rolling Copy. Für die Portale gibt es die Tactical Map. Ja, genau, die Tactical Map. So war's. Ja, denn ich glaube, ja, ist es auch. Also, ich habe, wie gesagt, ich habe momentan habe ich auch Stress mit dem Finanzamt. Die sind mit einer übertriebenen Richtung einfach gekommen. Na, ich soll vorzahlen. Wo ich mir gedacht habe, Alter, Leute, ich bin ein kleiner Mann, der jetzt gerade versucht, etwas aufzubauen. Nimm mir doch nicht sofort alles weg. Die nehmen mir eigentlich alles weg. Das ist sagenhaft. Was? Küchenschrank? Habe ich das richtig ausgesprochen, Tobi? Der Küchenschrank?
Deckung. Ehrlich, dass es nicht besser. Wenn das nicht besser wird, wann er echt schon mal nach Japan aus, ja. Ja, ist so. Ey, also, ja, ist schon schlimm, ne? Ist schon traurig. Wenn man das so sagen muss. Was geht denn hier jetzt? Was nachladen? Schlachterkasse. Was soll man sagen, Danny? Das ist klar, wie es ist, ne? Einfach scheiße. Gut gemacht. Je weniger Waffen die Söldner bergen, desto weniger Ärger verursachen sie. Dem Sieger gehört die Beute. Gut gemacht, Deadbolt. Rückkehr zur Basis. So. Einmal vielleicht noch mal kurz gepannt. Ein bisschen mehr Schaden noch mal mache. Und dann direkt die nächste Mission. Ich bekomme momentan auch nur Bullshit raus, ey. Yep. Du auch? Grünes Werkzeug, grünes Werkzeug. Ach Gott. Ja, hör auf. Ja, wir müssen gucken, vielleicht in der nächsten Runde tatsächlich Fleischstücke sammeln und sowas in Zone 3 reinballern. Beziehungsweise, nee, es geht ja mit der Story-Mission weiter. Die muss ich unbedingt weitermachen. Stimmt. Aber auch weil, aber nur weil mein Kollege im Krankenhaus gelandet ist, er hat wohl einen Gallenstein und der klackt liegend. Dass er kaum atmen könnte. Oh ja, Gallensteine und sowas, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Das sind wirklich unheimliche Schmerzen. Ghost, yo, gute Nacht, danke, dass du da warst. Morgen. Oder bis demnächst. Ja, Danny, was soll man sagen, ne? So viel Arbeit, boah, weil so aufwendig ist es ja nicht, ne? Mein Fortschritt, also ich bin jetzt gerade Akt 3. Ich muss jetzt nur noch exfiltrieren. Aber wir machen jetzt trotzdem noch Aufträge. Am besten HZ-Aufträge, die finde ich am besten, weiß nicht. Da kriegt man, meine ich, auch am besten Loot raus, weiß nicht. Die sind alle beide kacke, die Karren hier. Egal, nehm ich die hier. Ohne ihr Nest werden sich die Untoten zurückziehen. Ich. Bossfight fertig. Kommt das in Akt 3 vor, Bossfight? Weiß gar nicht, war das. Bossfight? Ach, du meinst Etherworm oder was? Nee. Etherworm? Etherworm ist ein Boss. Muss mir auch für die Sprünge helfen. Was meinst du mit Bossfight? Treibstoff gleich näher. Nee, Etherworm ist ja Akt 3 Story-Mission, die letzte Mission. Nee, hab ich noch nicht. Bin ich ja noch nicht. Bin jetzt gerade am Anfang. Ich habe den schon einmal gekillt, ja. Aber nur, weil ein Random mit mir, ja, das gemacht hat. Nur deswegen war ich schon drin. Kafo, Long, wenn du nochmal das Motorrad hast, lade es mal auf und fahr in den Sturm. Doch wirst du mal eben den Jünger die Fähigkeit aus. Ach was, echt? Muss mal ausprobieren. Ja, Orkus, genau. Orkus heißt der. Der Etherwurm. Ja. Wo droppt eigentlich das lila Ätherwerkzeug? Ist bei mir noch nie vorgekommen. Gelbe Zone. Also jetzt, wo wir hier sind. HZ-Aufträge, Lieferaufträge. Hatte ich das öfters mal. Oder eben in der roten Zone. Da
So, Ether-Sturm mit Waskeln hatte ich noch nicht. Das hatte ich noch nicht. Das kommt ja noch in Akta jetzt hier, ne? Das erwartet mich noch. Da braucht einer Hilfe. D6, wo sind wir dann? D6. Das ist bei uns eigentlich näher. Ja. Cuidado, sie nähern sich dem Ziel und der Kerl wird sie für ihr Kopfgeld arbeiten lassen. Ich fahr mal eben dahin. Jo, ich mach eben den Hardset. Jo, Danny. Dann, du musst deine Frau looten. Ja, sauber, dann macht das. Viel Spaß dabei. Hau rein. Ja, moin. Okay, ich muss laufen. Da fährt ja jetzt schon einer hin, da zu D6. Ne, der fährt nicht dahin. Doch, da fährt einer mit dem Quad hin. Ah, okay. Gut, hat sich erledigt. Bei mir ist doch gerade einer mit dem Auto vorbeigekommen. Guck mal, das wird mir jetzt erst mit der Hilfe angezeigt. Krass. Ja, 300 Meter. Ja, also ich finde, das müsste auf der ganzen Map sichtbar sein. Scheißegal, wo du bist. Weil... ADMZ hier überall, wo du es sehen kannst, dass die Leute ja hinkommen und PvP machen. Ja, ja genau, und hier nicht, hier. Ne? Ja, komisch. Also hier ist ja echt Müll drin, ne? Das ist ja sagenhaft. Das ist sagenhaft. Da. Hm. Also, solche Runden hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, da wo ich wirklich jetzt so oft Müll drin hatte. Krass. Du bist schon durch, ne? Nee. Nee, wo bist du jetzt noch? Bei 2 mit Ether-Extraktor. Aber hier in der Nähe gibt's nichts. Helfen Sie dem Team eine. Hättest du mal eher was gesagt, können wir natürlich auch noch nebenbei machen. Ether-Extraktor, nee, ist das, wo du die finden musst? Das ist das, wo man die Söldner ausschalten muss und die Raketen hier stoppen. Ah, okay. Die Schaden. Stimmt. Ich kann meine Hand gar nicht so verbiegen. Oh. Kommander, erinnern Sie sich an diese HRZ-Proben, über die Sie einen Bericht haben wollten? Auch nichts, was nun Sie so erwähnenswert ist. Sie eigentlich. Zucken. Brauchst du Stealthness-Ether-Werkzeug oder? Lieber Himmel, noch ein Äthersturm. Hier Deadbolt-Kommando. Nö, habe ich zweimal. Evakuierung der Explosionszone. Begeben Sie sich zum Nächsten. Vielleicht treffen Sie auf einen von Hugos meistgesuchten. Mimika. Heißen Sie ihn auf Deadbolt Art willkommen, okay? Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich meine, ich brauche die Dosen. Gar kein Thema, gar keine Frage. Aber ja, scheinbar muss man wirklich anfangen, jetzt in der roten Zone Knaller zu geben, ey. Ja, das ist schön. Hm. Guck ich mal. Tatsache, hier ist gar kein so ein Auftrag. Ja, ich hab gesagt, komm, lass uns.
Ja, können wir machen, wenn du willst. Mal eben. Bei der nächsten Runde würde ich auf jeden Fall dicker reingehen, also mit einer besseren Waffe. Dann geht das auch alles schneller, dann können wir auch die Mission schneller durchballern. Ja, machen wir. Hast du keine Perks oder willst du... Ja, die will ich mir auch bewahren. Die nehme ich extra mit raus, weil ich bin komplett ohne Pack-a-Punch reingegangen, also ohne Kristalle und ohne Ether-Werkzeug, beziehungsweise ich hatte seltenes Ether-Werkzeug, also nichts Besonderes. Ja, möchte ich mit rausnehmen, deswegen lasse ich das drin. Ich habe keine aktiviert. Ich habe auch keine aktiviert. Nee, nee. Absichtlich, aber wie gesagt, weil ich möchte es rausnehmen. Ich muss mal ein bisschen wieder. Ich möchte ein bisschen flotter in die nächste Runde starten. So. Er möchte uns sein LTV abgeben. Ich glaube, er da. Über, ist das hier auf der Seite? Ne, über der Brücke müssen wir eh fahren. Okay. So. Die nächsten Aufgaben, die werden eigentlich auch relativ easy werden. Also muss ich halt nur gucken, was ich... Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war. Es waren auf jeden Fall Munitionsmodifikationen, die ich mitnehmen muss. Wir brauchen das Ethereum aus diesen Extraktoren. Sie haben Ihre Befehle. Lassen wir Dr. Jensen nicht warten. Einsatzteam, holen Sie, was Sie abbauen. Jensen hat Pläne dafür. Also manchmal... kann man die aktivieren und manchmal auch nicht. Welche Automarke ich bevorzuge? Audi. Ich bin Audi, also ich habe eigentlich nichts anderes gehabt. Ich habe jetzt momentan halt ein Suzuki Vitara, ja. Richtig downrank, aber ja, was willst du machen, ne? Ne, Audi. Mercedes finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Zerstört die letzte AER. Verdammt, Ops, ich brauche ein besseres. Ich will das nicht verpassen. Aber wenigstens schneller laufen, ein Hedgehog-Perk. Ja, ja. Was nützt ein Vogel ohne Flügel? Alle Extraktoren zerstört. Nee. Schnappen Sie sich Dr. Aktiviert trotzdem nicht Perks. Und verschwinden Sie. Sie haben nicht endlos Zeit. Ich sammle alles. Wenn ich was doppelt habe, dann nutze ich das. Ich glaube, ich habe sogar. Kommen Sie sofort mit dem Deadbolt an Einsatzteam. Finden und sichern Sie Dr. Jensen. Ja, das habe ich zum Beispiel doppelt. Das kann ich auch reinhauen. Nähere mich dem Einsatzgebiet. Sammle euch gleich an. Danke an alle. Ja, Sisla, weil... Ich sorge dafür, dass die Mühe nicht vergeht. Fuck. Und Commander Green, was soll man sagen? Ich danke Ihnen, dass Sie die Tragweite der Situation verstanden und so schnell reagiert haben. Okay, gut. Was hast du jetzt für eine Mission? Kann man das auch noch machen? Was hast du? Mission mit Hirnfolge. Ich habe leider keine Hirnfolge dabei. Ich auch nicht. Kacke. Na gut, Zeit reicht auch. Ja, dann gehen wir eben zum Exfil. So, nur gucken, Auto steht hier oben oder wir nehmen den LT wieder. Volle Kraft. Jo, Maximilian, danke, dass du da warst. Gute Nacht, hau rein.
Gut. Wechsel das Magazin. Ja, stimmt. Danke, Benz. Ich hab mich. Ist er? Z, ja, oder? Ich kann halt M drücken. Ah, da steht auch Z. Okay, passt. Ja. Top. Ja, ja, getunte Waffe selber auf jeden Fall. Ist ja schon, ne? Auf. War gepuncht. Wobei das mit dem seltenen Ether-Werkzeug so semi-alt ist, ne? Der hat mich noch nicht gerufen. Also. Nähere mich dem Explosionspunkt. Was war jetzt? Ich hänge mal im Sturm. Entweder ist der Jüngste nicht da oder wäre wirklich die. Gegen den Strom, dass ich nicht treffen kann. Und dabei sieht man nichts. Es waren alle solo. Bei dem werde ich auch auf jeden Fall solo machen. Ja, versuch es tatsächlich mal vielleicht mit dem Ghost Bike. Der Heli wartet am Exfiltrationspunkt. Schwingt eure Erste her. Alles Dinge, die kein Mensch braucht. Wir formen das Schlachtfeld auf eine Art, an der Fletcher keinen Spaß haben wird. Hat eure Mutter euch keine Pünktlichkeit beigebracht? Molotow geworfen! So, nächste Runde wird besser starten. Denn da werde ich auf jeden Fall mit legendärem Ether-Werkzeug starten und bei Kreuzstufe 2. Ich hab da. Das geht gar nicht. Das nimmt zu viel Zeit in Anspruch, erstmal die Mission zu machen unter uns. Sehr geil. Hier hat keiner den geholt. War öfter. Ja, Tasfight, das hatte ich aber auch. Da muss ich Tasfight auch zustimmen. Ich bin direkt zu Spielbeginn in die Zone gegangen und da war der auch nicht. Weiß ich nicht. Also manchmal ist er da und manchmal irgendwie nicht. Jo, Visitenkarte, Tarnung, läuft. Okay, Ausstattung. Das bleibt alles so drin. Das brauche ich ja alles. Ne? Das kann ich als Perk nochmal. Todeswahrnehmung kann ich noch mitnehmen. Wiederbelebung nehme ich mit. Dann nehme ich das noch mit. Und dann nehme ich. Oha! Oha! Ethereum-Kristall, Pack-up-Band Stufe 3. Easy. So muss das. Das nehme ich mit. Jetzt bin ich überlegen, ob ich vielleicht doch die Raygun mitnehme, anstatt die Holger. Aber die Raygun, gerade in Stufe Zone 3 ist das ja Bullshit. Und ich habe keinen infiziert. Hast du nicht? Nehme ich die mit. Nee. Infizier. Hirnfäule meinst du, ne? Ja. Nehme ich die mit. Warte mal, was ist meine Mission jetzt? Ich brauche Napalm. Kannst du mir Napalm mitnehmen? Hast du Napalm? Weil mein Lager ist jetzt. Napalm also habe ich genug. Jo, wenn er eins mitnehmen könnte, das wäre cool. Warte mal, was brauche ich dann noch? Also Leute, für euch ein Tipp, ne? Ich wurde nämlich letztens gefragt, wie kann man am besten oder am schnellsten die Mission durchbekommen? Also ich schaue mir die Mission an. Ne? Hier weiß ich auf jeden Fall, ich muss Napalm schon mal mitnehmen. Warte mal, was muss ich denn da noch töten? Entzünde 5 Spezialzombies. Okay. Dann hier zum Beispiel Ätherschleier brauchen wir. Also nehme ich auch Ätherschleier mit. So.
Ne? Weil wenn die eine Mission fertig ist und ihr denkt nicht dran, irgendwie ne, die Feldausrüstung zu ändern, dann ist das blöd. So, Feldausrüstung und dann sollen wir mit Tesla Sturm. Das geht zum Beispiel nicht. Die Mission, die geht theoretisch, das kann man machen. Da könnte man sogar überlegen, damit anzufangen. Und schieße drei feindliche Helikopter ab. Ja. 20 Söldner mit Präzisionsluftschlag. Okay, gut. Also die zwei Missionen mache ich auf jeden Fall safe. Ja, und die kann ich dann nicht mehr machen, weil dafür müsste ich wieder rausgehen. Okay. Jo, bist du ready? Ja. Sehr schön. Such das Bike, Yannick. Schon, kann schon mal dauern, da es random droppt und warte dann, bis er nur noch 10 Minuten sind, bis zum Ausbruch. Das hat geklappt bei mir. Okay. Yannick war Autoverbesserung. Okay. Kann schon, ja, dann passt es auch. So, Leute, lasst noch gerne ein Like und ein Abo da, wer es noch nicht gemacht hat. Wir ziehen in die letzte Runde rein, denn ich muss danach natürlich für euch noch ein bisschen was vorbereiten. Morgen kommt kein Video raus, sehr wahrscheinlich. Und wenn dann erst morgen Abend, muss ich mal gucken. Spätestens Dienstag kommt das nächste Video und Montag natürlich um 20 Uhr wieder Livestream. Verteidigungslinie. Sie müssen durchhalten. Hä? Bike geht bei dir schnell kaputt, Tassfight? Also ich brauche 10 Jahre, bis das Ding kaputt geht. So. Einmal tauschen. Die Fallen schwärmen aus und behindern unsere Suchoperation. Beenden wir dieses Elend. Brauchst du das noch? Ich hatte das doppelt jetzt mitgenommen. So, dann Napalm, bla bla bla. Okay. Aber gut, wenn wir da wieder in die Richtung irgendwie hingehen. So, haben wir hier eine. Ja, da ist ein Auto. Ein Auto. Ja, Bike müsste eigentlich mega robust sein. Wurden jetzt angepinkt? Auftrag markiert. Okay. Nicht in Zone 3. Ja gut, in Zone 3 ist das ein... Ja, wobei, doch. Also ist doch schon relativ robust, weil du ja auch, dadurch, dass du ja die Zombies überfährst, lädst das ja auch das Ding auf, ne? Also es hält schon einiges aus, meine ich. Ja, warum geht denn der Ping immer wieder weg? Ist er nicht. Die Schalter mischen. Benz hat sich das wahrscheinlich angeschaut. Welchen Bauplan, Benz? Raygun oder was?
Raygun, ja. Tatsächlich hatte ich, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber in einer Runde mit Soko 4 Raygun-Baupläne rausgeholt. Also hole sie mir dieses Ziel. Alle verschenkt. Mein Team braucht deine DNA. Erstmal da gewesen. Das war eine wirklich sehr lucky Runde. Aber jetzt momentan bekomme ich auch nichts Gutes raus, so. Ich weiß nicht, ob das an Dragon liegt, dass er mitspielt. Das Ziel ist ganz nah. Nee. Ich hab hier einen Auftrag. Wie sieht es langsam an, ey? Krass. Ach komm, weißt du was? Ja, Waffenversteck machen wir noch und dann gehen wir mal in die rote Zone. Quickscope bei mir. Deadbolt an Einsatzteam. Finden und sichern Sie Dr. Jensen. Keine Umwege. Nähere mich dem Einsatzgebiet. Sammle euch gleich ein. So viele Gegner, Devil. Im Einsatzgebiet soll es eine wahre Fundgrube an Terminal. Spur mal bitte, Devil, im Stream nach vorne. Ich habe das Solo gemacht. Vielleicht könnt ihr da irgendwelche Tipps oder sowas, irgendwas mitnehmen, was ihr vielleicht selber so nicht berücksichtigt. Ja. Nee, wirklich, Devil. Ganz am Anfang vom Stream, spiel einfach nach vorne. Da erkläre ich das nochmal ein bisschen, worauf man vielleicht noch achten muss. Und wie gesagt. Ich habe Solo gemacht, ich denke mal, ihr werdet das zweit dann hinbekommen, wenn ihr das so ein bisschen mitnimmt, was ich da so sage. Yo, der will kein Thema. Ich hoffe, ich schaffe das. Gib auf jeden Fall mal ein Feedback. Kannst du im Nachhinein dann unter dem Stream ja nochmal kommentieren, falls das was gebracht hat. Ich hoffe es für euch. Wie gesagt, die Items, die ich hatte, waren natürlich ein bisschen OP, ne? Logisch, aber es geht auch mit Epic oder sowas. Das muss man halt vorher finden, damit man das auch solo auf jeden Fall machen kann. Ohne Probleme. Freunde. So. Na, Paul. Ja. Dann würde ich mal sagen, Zone 3 ist incoming. Maximale Munition. Ja, ja, Benze, ey, wenn ihr die dritte absteigen, dann könnt ihr ja mit Preußen Münster spielen. Die sind ja aufgestiegen in der dritte. Hätte ich niemals gedacht, dass sie aufsteigen.
in der dritten Liga dann spielen. Ich gehe schon mal vordrängen, ne? Schauen wir, was wir jetzt gleich hier nach der Mission rausbekommen. Ob das wirklich besser ist als Zone 2. Weil das könnte dann, das erklärt dann einiges, warum viele Leute aktuell in Zone 3 unterwegs sind. Weil dann ist die Droprate in Zone 2 scheinbar richtig beschissen. Was anderes kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich krieg mal die EP an. Voll geil. Also hier habe ich schon mal episches Ether-Wert. Das ist auf jeden Fall schon mal viel schöner. Viel besser. Mal eben noch Muni auffüllen. Pac-Punch Stufe 3 kann gleich kommen. Ist deine auch auf 2 gepuncht schon? Spring? Gar nicht. Oh, ich habe ein Selfie. Sehr geil. Und eine Täuschgranate, die nehme ich auch mit. Gut, dann nehme ich mal. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt sparen soll. So die Kohle bis 15.000. So, jetzt geht's. Ist deine Waffe schon auf 2 gepuncht? Auf 1 noch. Okay. Ja, gut, stimmt auch wieder. Ja, ich warte mal, dann sammle ich noch ein bisschen, damit ich 15 habe. Ja, komm, ich geh schon mal. Warte mal, wo ist denn hier? Pack-a-Punch. Da. Ja, komm, dann gehen wir schon mal da in die Richtung.
Wäre natürlich geil, wenn man hier noch irgendwie für den Deadpool-Geschützen Schaltkreis findet. Hier oben müssten. Das war da. So. Jetzt können alle kommen. Beseitigen Sie sie und das Nest wird folgen. So ist es. Achso, ich dachte du jetzt. Für mich sah es nicht so aus, als wenn ein Auto angenommen wird. Oder? Tschüss, danke für dein Abo. Ich konnte mein Ding jetzt nicht werfen. Scheiße. Ah, da ist schon wieder ein Junger, okay. Ja, gar kein Thema. Die kriegen gleich hier fett weg. Danke dir. Ich hab dich. Komm hier wieder rein. Hier rein. Jawohl, noch ein Schaltkreis. Boah, kein Geld, Mann. Ich brauche Kohle. Ich bräuchte ein Perk, fehlt mir noch. Was ganz wichtig ist, ey. Gibt's noch nicht. Egal. Ja, HZ dann. Ich versuche auch schon seit Tagen den Raygun-Bauplan zu bekommen. Aber Miroku, wenn er schon hat, gab schon auf mich wartet. Ja, an sich, ja, könnte man machen. Also das nächste Mal, Kevin, denke ich an dich. Gebe ich dir Bescheid, wenn ich was habe. Tier 1, very easy. Tier 2 und 3 versucht. Moin Flosser, was geht? Spezialzombies Lone Wolf, das sind Mangler, Mimika, Jünger, Hunde können auch dazu zählen. Zumindest auf der offiziellen Seite von Call of Duty zählen die Höllenhunde als ja, Elite-Monster, Elite-Zombies. Ich spiele hier draußen ein bisschen mit den Zombies. Ja, dann spiel mal. Ja, auch nicht viel, Foster. Auch nicht viel. Es habe ein hohes Tier der Dunkeläther Führungsriege markiert. Gesucht, tot oder lebendig. Nun, Mimika. Er, tot. Wieder ein bisschen Kohle. Passt auch, dass wir da hingehen. Braucht nämlich Nachladetempo. Ohne geht es nämlich nicht. Zum Beispiel hier jetzt. Ich muss nachladen. Ey, das dauert viel zu lange.
so gut wie keine Plates mehr. Ja, ich kann dir aber nichts versprechen, Kevin. Ich weiß nicht, wie lange das dauert halt, ne? Ich hau Soko auch nochmal an. Der soll mir dann Bescheid geben, wenn er das hat. Soll er dann zur Seite packen. Gehen wir hin. Auf. Pass auf. Gerade wiederholen. Ach, keine Platten, das ist so assi. Okay, wenn du jetzt stirbst, ist Game Over. Hast du die Fähigkeit dabei? Heilaura? Ja, aber die ist gerade auf Aktienzeit. Nein! Ja, manche haben eben, was das angeht, Glück und manche eben Pech, ne? Ist mir auch schon aufgefallen. Weil ich sag auch immer so einfach, ja, geht doch in Zone 3, ey. Hinter dir ist Höllenhund. Okay. Oh, noch einer. Okay, mein Prototyp ist am Transporter montiert. Wir sind einsatzbereit. Bestätigt. Einsatzteam, ein Helikopter wird Sie aufsammeln. Soap hat die Infos für die Missionsparameter. Folgen Sie seinen Anweisungen. Ja, egal. Episches Ether-Werkzeug. War schon mal ganz gut. Zwar kein legendäres, aber man kann ja nicht alles haben. Schon gelootet? Ja. Ich glaube, Waffen und Pfandstein. Warum ist denn nur noch eine Mission hier? Das gibt's doch nicht. Lass mal die annehmen und ablehnen. Und jetzt wurde gerade beim Wunderpitz bis hier. Schneller nachladen, ey. Irgendwelche Perks. Ja. Ja. Gut, da habe ich so gut wie alle. Außer Grabstein. Ich gehe schon mal hin. Bitte Luftunterstützung. Ronny, bei mir tatsächlich auch, ja. Lieferauftrag. Knapp daneben ist aufgerollt. Ich habe diese Kreaturen katalogisiert, sie studiert, ihnen sogar Namen gegeben. Mimika wieder. Auf die auf der Taktikkarte ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Deadpool haben wir da leider nicht. Schade. Ich habe bisher überhaupt keinen Scheusal gesehen. Kein was? Scheusal? Nee, habe ich jetzt auch nicht. Jo. Theoretisch, wenn wir jetzt geradeaus durchlaufen, müsste eventuell einer spawnen.
Da ist er. Haben wir doch gerade von gesprochen. Ja. Ey, wir haben hier. Warte mal. Wir haben hier eine Deadbolt. Komm, wir nutzen das mal aus. Oh oh. Oh oh. Hau mal ab mit deinem Stück. Noch ein Deadbolt, noch ein Schaltkreis gefunden. Er ist tot. Da war Fleisch. Hast du zufällig auch Fleisch mit aufgehoben, so? Eins hab ich. Da hab ich ein bisschen. Kann auch sein, dass du es aufgehoben hast. Nee. Nee, auch nicht? Ja, dann ist es verbuggt. Und dann weiß ich es auch nicht. Nee, dann weiß ich es nicht. Schade. An den Hund habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So. Ja, Axel, gute Nacht, ey. Danke, dass du da warst. Hau rein. So, habe ich mir angeguckt. Wir haben um die Ehre aller Mütter geschwitzt und du läufst da solo durch. Ja. Darf man hier Links einfügen? Hab hier ein Video, was euch helfen dürfte bei der Suche nach den Bauteilen. Ne, Hellboy ist tatsächlich gesperrt. Ist nicht möglich, hier Links rein zu posten. Über Discord kann man das eventuell machen. Ja. So, HZ. Diese Items. Hab ich das richtig gesagt, Sub? Oh. Oh nein, in meinem Down! Nein. Ich wollte gerade einen Affen werfen. Hättest du mal geheilt? Scheiße. Ja, wenn man offen in der Hand hat, kann man nicht. Warte mal, ich mach mal, warte mal, da kommen gleich welche. Warte mal. Ich vertraue denen. Die werden kommen, die sind hier in der Nähe. Mal gucken. Mal gucken, ob da jemand kommt. Ich bin mal gespannt. So darf es nicht enden. Ach, das juckt die Leute teilweise gar nicht, so wie es manchmal ausschaut. Die werden einen Auftrag machen. Wie das aussieht. Brauche Luftunterstützung. Ja, Auftrag. Sofort. Moin, ein Blade. Grüß dich. Ey, kommt Leute. Ey, ich nehme doch immer Leute auf. Ich will jetzt auch mal aufgenommen werden. Hier ist auch gar keine mehr. Ah, da sind schon wieder Franzosen. Ich lese schon. Ja, sauber. Blade. Ja, manchmal dauert es ein paar Minuten, bis jemand kommt, ja. Ich bin auch so ein Typ zum Beispiel, ich ziehe sofort durch. Ich scheiß dann auf die Mission und ich renne direkt drüber zum Reviven. Vielleicht erwarte ich einfach zu viel. Ja, floss das, glaube ich. Vorhin war es ja so, da war ja jemand aus der Community bei mir in der Lobby und ich war einfach zu ungeduldig. Ich bin zu früh rausgegangen. Der war gerade auf dem Weg, wollte mich reviven. Scheiße. Das Gute ist, ich habe ja, ich glaube, ich hatte sogar tatsächlich noch Grabstein gerade getrunken. Bin mir aber nicht sicher. Ah, jetzt, guck mal, da kommt schon einer. Sehr schön, sehr geil. Ist er bei dir schon? Ne, wo ist er? Kommt gerade hoch zu mir. Jawohl! Hey, thank you, mate! Ah, die kommen jetzt zu dir gelaufen, das weißt du, ne?
Das war jetzt nicht so gut. Level 12. So, jetzt. Sauber. Ah, Junge. Fest auf uns! Scheiß Absage, scheiß uns. Au. Der klatscht mir noch eine übers Blender. Komm mal. So. Ich wurde mit Scheiße beworfen. Aber das ist so krass gegen meinen Kopf jetzt gehämmert, dass ich einfach umgekippt bin. Ich gebe dir Deckung. Ey, hör auf. Bane, danke für dein Abo. Ja, Alex, so muss das sein. Direkt losrennen. Der Rucksack leer, sonst noch wer? Ja, Roger, da hatte jemand das Problem. Das liegt an deinem Inventar. Lass mich raten, du hast mehr als 10 Gegenstände im Lager und vielleicht sogar mehr als 20 oder 15. Daran wird es liegen. Also du darfst nicht so zwischen 15 und maximal 20 darfst du bleiben. Sobald du drüber hinausgehst, ist alles weg. Der Main soll mal wieder zurückkommen. Der ist gerade auf die andere Seite raus. Ja, ich weiß, dachte ich mir auch jetzt gerade. Alter, du kriegst erstmal Scheiße an den Kopf geschmissen und fällst um. Schlimme ist eigentlich, fehlt uns nur noch ein Fleischbrocken. Ja. Ach so. Warte mal, der sieht... Oh, die zwei, die sehen sehr optimistisch aus. Ab zu Zipline da. Ne, die Luden. Doch. Er fliegt. Er fliegt. Juckt die nicht. Juckt die einfach nicht. Drücke vor. Ignoriert das. Das ist richtig. Buggy. Ja, das werden die sein. Geil, geile Typen, feier ich. Solche Leute mag ich. Blade, willkommen bei dem LB-Clan. Danke für die Mitgliedschaft, danke dir. Hellboy, ich habe alle Perks drinne. Ich habe gerade alle Perks drinne, die es gibt. Du hattest, wir sind gestorben. Stimmt, ich hatte. Scheiße, ich hatte. Wir hatten. Jetzt hast du deine Seele verkauft. Ja, so lala. Nicht so wirklich. Hey, thank you, mate. My hero. Ich hab gar keine Perks mehr, sagen wir mal. Okay, sollen wir HZ noch zu Ende bringen oder? Komm, ich bring's eben zu Ende. Ich stehe weit hinter die Metallhaucher. Ja, genau. So machen wir das. Ich weiß nicht, ob der wieder full ist. Ich geh mal hier hoch. Nicht mit Scheiße nach mir werfen. Vergessen. Ist da hinten? Da will nicht so wirklich kommen. Mann. Kann ich doch sagen.
Hier. Junge. Wenn jetzt wieder noch mit Scheiße nach mir werfen, dann kommt das vorbei. Ja, easy würde ich sagen. Klare Sache. Was haben wir? Ah, guck mal. Ich hab was für dich. Nein! Ich wollte gerade. Jo, danke dir. Und verschwinde. Geh einfach weg. Warte, ich geb dir Deckung. Lauf, 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 lauf. Ich hab was für dich. Na komm, wir gehen raus. Der Junge, der verfolgt dich. Rüber. Commander Green. Yo, Benz, hau rein, danke fürs Zuschauen. Gute Nacht. Silon, dazu werde ich auf jeden Fall ein Video machen. Schauen wir mal, wie ich das geklärt bekomme. So, warte mal. Ja, lass erstmal hier klären. Oder hier. Hast du bestimmt noch nicht, oder? Oh. Hattest du schon, oder? Nee, hatte ich nicht. Ja, guck. So, mein Glück ist wieder da. Was ist denn dein Jahresziel, Blade? Ja, dann hätte ich gesagt. Aufpacken, ja. Okay. Ja, stimmt, wir haben noch 10 Minuten. Habt ihr vorhin echt ganz einfach gemacht in Zone 1 mit Revolver. Ja, krass, guck. Wechsle das Magazin! Den ersten beißen die Hunde. Ich gebe dir Deckung. Da drin wartet ein vollbeladener Terminus LTV, der entwendet werden will. Okay, jetzt voll aus. Passt. Noch 2 Kilogramm abnehmen, dann habe ich mich von 125 auf 90 runter. Gedownrated. In der Lobby mit dir zu kommen. Oder mit dir zu spielen. Ja, das kriegen wir hin. Also, ja, ist erstmal schon mal gut, ne? Von 125 auf 90. Also, bei mir ist es momentan umgekehrt. Ich versuche jetzt momentan wieder auf meine 95 Kilo zu kommen. Aber halt Muskelmasse. Jetzt aktuell wiege ich 84 Kilo. 85 Kilo. Also, ich habe ordentlich abgebaut an Muskulatur. Und das muss unbedingt wieder her. Also, 95 Kilo bis 100 wäre schon gut. Aber mein Respekt hast du auf jeden Fall. Jeder, der eben Sport macht und abnimmt und. Also, es ist schon nicht ohne, sowas zu machen. Da gehört viel Disziplin, Anstrengung dazu. Das ist schon nicht ohne. Viele scheitern halt nur, weil die Disziplin einfach am Ende fehlt. Ich habe was für dich. Hast du das schon? Leute, mein Glück ist wieder da. Dr. Nite? Ja. Hast du das Ding schon? Hast du schon? Ja, hab ich. Wie heißt denn das auf Englisch? Was heißt Dr. Nita auf Englisch? Bin ich gerade gefragt. Mein Rucksack ist so fein. Gucken, ob Deutsche am Start sind.
Dr. Luz. Ja. Ja, also, ja, wenn man es 1:1 übersetzt, ne? Kann man so machen. Zero, danke für dein Follow auf Twitch. Wichtigste ist die Ernährung anpassen und umkehren. Ich mache mal die Woche ein 15 bis 30 Minuten Workout, wo ich gezielt trainiere und abends Kohlenhydrate weglasse. Ja. Also Ernährung ist Ernährung und Schlaf. Schlaf wird auch ganz heftig unterschätzt. Also ihr müsst wirklich eure 8 Stunden auf eure 8 Stunden kommen. Es ist manchmal schwer, gerade wenn man arbeiten geht und sowas nach Schichtdienst. Aber ne, Ernährung und Schlaf, ganz, ganz wichtig. Ja. Haben Sie Augen auf dem Ziel? Meine visuelle Bestätigung. Es könnte sein, dass es keine Augen hat. Dr. Rivet. Flosser, das habe ich bis jetzt noch keinen beantwortet. Ja, Silence, ey, wenn das schon so weit ist, ne, kann ich dir als Ex-Krankenpfleger sagen, da muss man auf jeden Fall was machen. Das ist dann, geht schon Richtung allerhöchste Achterbahn, finde ich. Weil irgendwann, na, wenn du jetzt schon so Probleme hast, sag ich mal, mit Schlafen, Schnarchen und sowas, irgendwann fängt es mit Schlafapnoe an, ne? Und Schlafapnoe ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, ne? Das sind dann Atemaussetzer im Schlaf. Ne? Schön ist es nicht. Kannst du hier und da was kaputt machen. Gerade auch im Kopf. Ja, nee, ich spiele Call of Duty seit 2011. Für die Call of Duty. Damit habe ich angefangen. Ich weiß nicht, welches Teil war das. MW3 war das, glaube ich, oder MW2. Modern Warfare, irgendwie sowas. Da bin ich angefangen. Stufe 1. Nimm ich einfach mal mit. Oh, wie ekelhaft. Falls Sie sich fragen, warum ich Geologe und kein Armbus. Biologe geworden bin, das da ist Armbus? Ein Haufen Grüne. Wenn du mit, rausnehmen ja, direkt. Ja, sauber. Ja, gut. Ja, wenn man die rausnimmt, ist sie natürlich nicht mehr Lila. Ist natürlich blöd, ne? Transporter hat Terminus-Waffen geladen. Schnappen Sie sich ihn und exfiltrieren Sie. Los, hat da jemand geantwortet? Der LTV stiehlt sich nicht von alleine.
Mach noch mal die Niete, Dr. Niete. Wenn du Dolphin divest, dann gibt's die Explosion. Wenn du, Alter, Englisch lässt grüßen. Nee, lass mal, ich schreib. Ich will niemanden stressen, aber die Söldner haben einen verdammten Helikopter. Ja, gut, der hat schon. Alle anderen melden sich nicht. Ich finde, das müsste eigentlich so sein, Leute, ne? Dass man vielleicht mehr den Chat anfängt zu nutzen. Dass wenn man etwas Legendäres hat, ja, euer Teammate hat das auch, dass man in den Chat wirklich reinschreibt, ey Leute, ich habe das und das, wer braucht es, wer will es? Vorausgesetzt, die Leute, die verstehen Englisch oder Deutsch. Und mal. Hey guys, you need this. You need this item hier? Ich will schon das hier drin, ne? Ja, fahr weiter, fahr weiter. Ja. So, was ist los mit denen? Hey! Ja, Bro. Guys, you don't need it? Genau so macht man das. Diese Beute ist nicht verschwendet. Hey, behind you. Nee, der hat schon den. Nee. Genau. Kann können wieder Franzosen sein oder sowas. Ja, okay. Ja. Dann Richtung Excel. Wie gesagt. Wollen sie nicht. Wenn ich will, der hat schon. Am Excel sind auch Leute. Da könnte man das nochmal droppen. Ansonsten nehme ich das mit raus und dann bekommt es keiner. Schade. Für dich. Ich gebe dir Deckung. Ja, das machen die komischerweise. Oder wir haben auch hier, als wir die Raygun-Baupläne da verschenkt haben, da sind die Leute gekommen, haben das genommen und die sind um ihr Leben gerannt. So als wenn ne, wir das nur so andeuten, das hinschmeißen und das sofort wieder einziehen. Aber haben wir nicht gemacht. Die dachten das scheinbar, die haben es schnell genommen und dann pssst, sofort weg. Ja, zwei PvP kann man ja auch nicht machen. Man kann die ja sowieso nicht hier erschießen. Also. Naja. Auf jeden Fall haben sich von vier Leuten bei den Bauplänen, ich glaube einer oder zwei haben sich nur bedankt. Hey guys. Hello. Hi. You need this here, this item. Yeah, thank you. Thanks. Yeah, you're welcome. Das ist das, was ich hatte avant. Ja, guck, jetzt haben wir doch welche hier. Das Item. Ist man für ein Restaurant ici ou pas? Ja, nicht. C'est fou, quoi. On va se faire. Nee, das habe ich gerade im Haus gemacht. Aber noch ein Achso. Ich pense pas, je l'ai. Moi, je l'ai déjà. Und ein Selfie habe ich natürlich genommen. Ja, ich habe die Maske nämlich auch. Sauber. Was das für ein Bauplan ist, damit kannst du Perk und Dose herstellen. Zeig ich dir gleich. Ich wollte sowieso jetzt mal eben schauen, was ich schon so alles freigeschaltet habe, was ich herstellen kann und was nicht. Ich kann auf jeden Fall schon einiges herstellen, das steht fest. Ach, scheiße, zwei Elite-Zombies haben noch gefehlt. Viele wissen gar nicht, wie sie im Chat schreiben können. Ach was, echt? Ja gut, ich spiele über PC. Also PC-Spieler werden das wissen, ne? Vielleicht ist das über Konsole ein bisschen was anderes.
Ich hab selbst keinen Plan, wie ich auf der Konsole schreibe. Ich glaube, du musst ab auf und zu habe ich mal gesehen, aber Touchpad, glaube ich, draufdrücken oder sowas. Geh schlecht bei Xbox. Nee, leider nicht mehr. Heute nicht mehr. Ken, ist bei dir die Frostfeldausrüstung auch total verbuggt? Inwiefern? Also wir gucken mal ganz kurz, was ich habe. Also, wenn ich hier drauf gehe, das alles habe ich freigeschaltet. Das hat Abklingzeit, das hat Abklingzeit, das hat Abklingzeit, ne, damit ihr seht, dass ich keine Scheiße laber. Also Ethereum ist bei mir durch. Extra Colas. Fehlen mir 4 Baupläne, von denen ich glaube ich sowieso auch noch durch die Story-Mission, ich glaube mindestens einen Bauplan noch bekommen werde. 4 fehlen mir. Munitionsmod habe ich alles. Seht ihr, Abklingzeit. Da habe ich alles freigeschaltet. Wunderwaffe habe ich, Strahlenkanone, aber die DG2 nicht. Also 1, 2, 3, 4, 5 Baupläne fehlen mir nur noch. Dann habe ich alles. Ich kann die nach 2 bis 3 Mal benutzen nicht mehr aktivieren. Ach, ja, jetzt weiß ich, was du hast. Das liegt noch nicht mal an dem Frostschuss, sondern ja generell an dem Game. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, in Zone 3 bin oder irgendeine Mission gemacht habe, kann ich dann plötzlich auch die Feldausrüstung nicht mehr benutzen. Weiß ich nicht. Dann musst du tatsächlich aus dem Game rausgehen und wieder reingehen. Dann geht's. Das ist total kacke. Ja. Okay. Gut, Leute. Wie gesagt, Montag 20 Uhr, morgen um 20 Uhr geht's weiter mit MWZ, mit den Missionen. Morgen ganz, ganz wichtig, dass ihr dabei seid. Aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Sage ich noch was zum 24-Stunden-Stream. Da machen wir ein festes Datum fest. Ich hoffe, dass viele von euch können, denn ich werde wirklich mit jedem aus der Community mindestens eine Runde zocken. Das mache ich so standardmäßig. Im November hatte ich gar kein Community-Play, keinen 24-Stunden-Stream. Zwar ein Community-Play, aber kein 24-Stunden-Stream. Deswegen muss das unbedingt wieder her. Es kommt im Dezember. Gebe ich morgen bekannt, wann wir das machen, wann ich das mache. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, wer es noch nicht gemacht hat, gerne Like und Abo da lassen. Gerne teilen, weitererzählen. Wie auch immer, wie ihr mich supporten mögt. Würde mich auf jeden Fall darüber freuen. Danke an alle fürs Zuschauen. Danke für die Mitgliedschaften, für die Spenden etc. Vielen, vielen Dank dafür. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft gut und kommt gut in den Montag rein. Haut rein.